Okay. Und sage ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Online-Seminar der Deutschen Hantigen Hilfe. Ich begrüße ganz besonders den Professor Dr. Carsten Saft und Professor Dr. Bernhard Landwehrmeier, die heute an meiner Seite sind, um ein Update zu geben zu dem, was in den letzten Wochen, Monaten die Hantigen-Gemeinschaft miterleben musste, mitmachen musste, durch den Stopp der Dosierung bei der Roche Generation HD-1-Studie. Ein paar Tage später die Nachricht von der Wave-Studie. Jetzt gab es für letzte Woche die ersten Einblicke in die Daten, die zu dem Stopp bei Roche geführt haben. Und das Ganze fällt uns nochmal zu erklären und für Ihre Fragen heute da zu sein. Dafür haben wir uns heute Nachmittag die Zeit genommen und die Unterlage ist vorbereitet. Die beiden Herren sind repariert. Ich habe auch noch Ines Reuter und die Claudia Kolar von Roche sind im Teilnehmerkreis heute. Und wenn wir gegen Ende den Fragen-Antworten-Teil gehen, möchten die beiden sich auch gerne dazuschalten und auch für die Fragen zur Verfügung stehen. Das ist es als meine Einleitung heute. Ich übergebe Ihnen, Herr Landwehrmeier, das Wort und den Bildschirm. Bitte schön. Wunderbar. Gut. Ist sichtbar. Also, sieht man den, ich hoffe, dass man den, eine Scherung, eine, den, die Präsentation gut sehen kann. Und ich freue mich auch, zusammen mit ne, Michaela Winkelmann und Carsten Saft, heute Ihnen, wie angekündigt, einen Zwischenstand zu geben, was wir wissen und wie es aus unserer heutigen Perspektive weitergeht. Eine, ganz wichtig, dass wir das mit der Unterstützung und mit der dem virtuellen mit der virtuellen Plattform, die die THH zur Verfügung stellt, heute mit Ihnen besprechen können. Wir werden einen Fragen- und Antwort-Enden teilhaben am Ende, so dass auf jeden Fall die Möglichkeit besteht, dass auf Fragen eingegangen werden kann, ist uns auch ganz besonders wichtig. Und Sie haben die Möglichkeit jederzeit auch, glaube ich, Frau Winkelmann, wie ist das, während der Präsentation Fragen schon zu stellen, sodass nichts verloren geht, oder? Genau, es gibt unten den Knopf F und A, da kann man jederzeit schon Fragen einstellen und die können wir dann auch sehen. Prima. Also, ein paar Bemerkungen noch, die haben wir beim letzten Mal, Herr Saft und ich, weggelassen. Ich finde, es ist wichtig, dass wir transparent machen, dass wir beide beteiligt waren an zumindest der Roche-Studie, über die wir berichtet werden, dass wir auch in beratender Funktion vielfache Kontakte mit Roche hatten. Und das gilt auch für die DHH, dass es, wie es ja auch naheliegt und wie ich halte, einen regen Austausch gibt zu der Firma Roche. Das sollte aber gesagt werden. Wir haben beide dann auch noch, Herr Saft und ich, eine vielfache andere Beziehungen, die wir gerne transparent machen wollen. Es ist uns wichtig, dass klar wird, dass wir mit vielen Pharmafirmen und Biotech-Unternehmen in Verbindung stehen und uns regelmäßig austauschen. Nun, das ist hier transparent gemacht auf diesen verschiedenen Folien, die Ihnen dann auch in der PDF-Version, die wieder wie beim letzten Mal auch verschickt werden wird, zur Verfügung steht. Ich darf noch mal erinnern, es war der 22. März, wo von Roche eine unwillkommene Nachricht gekommen ist an die weltweite Huntington-Gemeinschaft, nämlich, dass es zu Änderungen gekommen ist in dem Plominersen-Programm. Und zwar auf Empfehlungen eines unabhängigen Datenüberwachungskomitees für die Tominersen-Studie. Und die Empfehlungen habe ich Ihnen nochmal zur allgemeinen Erinnerung und zur Klarheit hier aufgeführt. Die Gabe der Substanz Tominersen wurde gestoppt in der placebo-kontrollierten, doppelblinden und dreiarmigen Phase-3-Medikamentenprüfung, die Generation HD1 heißt. Da wurden 120 Milligramm Tominersen
alle 8 Wochen oder alle 16 Wochen gegeben oder Placebo. Und diese Gabe der Substanz Tominersin des Antisense-Oligonukleotids wurde gestoppt. Die Empfehlung des Komitees war weiter, in der offenen und unverblendeten zweiarmigen Studie Gene Extend, wo 120 Milligramm Tominersin entweder alle 8 Wochen oder alle 16 Wochen gegeben werden, offen, unverblendet, dort die Dosierung zu pausieren. Und es war weiter die Empfehlung, die Studienvisiten ohne Gabe von Tominersin fortzuführen, und zwar um das Befinden überprüfen und dokumentieren zu können aller Studienteilnehmer und um es zu ermöglichen, dass eine verschiedene Befunde, Biomarker, sogenannte, im Nervenwasser und im Blut fortgeführt werden konnten. Eine Woche später, genau eine Woche später, am Montag, den 29., kam dann eine Nachricht der Firma Wave, und die hat 2 Studien durchgeführt, Precision 1 und 2, und hat berichtet, die Daten zeige ich Ihnen, dass unglücklicherweise keine Änderung des Zielpunktes des veränderten Huntington-Eiweiß im Nervenwasser gefunden werden konnte. Und aus diesem Grunde wurde die klinische Weiterentwicklung dieser beiden Substanzen gestoppt. Natürlich war das eine Enttäuschung, aber die Firma Wave führt es insofern weiter, als ein dritter Antisense-Oligonukleotid noch weitergeführt. Wir werden darauf ein bisschen später nochmal eingehen. Also das wird erst im Laufe dieses Jahres dann beginnen. In der Summe war es also so, dass Ende März innerhalb von 10 Tagen sich die Anzahl von Huntington-Patienten, bei denen ein Antisense-Oligonukleotid in das Nervenwasser gespritzt wird, von mehr als 1000 auf 0 reduziert hat. Das ist also schon ein Einschnitt. Und natürlich stellt sich die Frage, wie es jetzt weitergeht. Und dazu haben wir alle, die Studienteilnehmer besonders natürlich, aber auch die Studienzentren und natürlich auch die Huntington-Familien in Deutschland, aber auch weltweit, viele Fragen. Und was wir versuchen wollen, ist, mit Ihnen die ersten Antworten, die Roche und Wave, in der letzten Woche, da fand eine wissenschaftliche Tagung statt, die von CHDI Foundation, die zum Beispiel die Enroll-Studie finanziert, veranstaltet worden ist, öffentlich gemacht worden sind und wo wir diese Sachen mit Ihnen besprechen wollen. Es ist uns beiden wichtig, Carsten Saft und mir, dass ihm zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine abschließende Würdigung noch nicht möglich ist. Denn, und das zeigen wir Ihnen auch im Detail, noch nicht alle dazu notwendigen Daten liegen uns gegenwärtig vor. Was wir also heute tun, ist, wir geben Ihnen einen Zwischenbericht, einen weiteren Zwischenbericht. Und erst in etwa 6 Monaten werden die notwendigen Analysen abgeschlossen sein, so dass Roche in der Position ist, zu entscheiden, wie oder ob das Tominersin-Programm weitergeführt wird. Darüber reden wir also heute. Heute geben wir Ihnen noch einführend einen kurzen Überblick über die verschiedenen Programme zur Beeinflussung des Fortschreitens und zur Verbesserung des Verlaufs der Huntington-Krankheit. Dann werden wir Ihnen einen Zwischenbericht geben über die bisherigen Studienergebnisse, sowohl im Tominersin-Programm als auch für das WAVE-Programm. Und dann werden wir mit Ihnen gemeinsam die Frage besprechen, wie es denn unserer Auffassung nach zumindest vermutlich weitergeht. Carsten, willst du übernehmen? Ja, sehr gerne, Herr Bernhard. Vielen Dank. Michaela, vielen Dank für die Einladung und Interesse. Auch wenn es ein schwieriges Thema ist. Wollen wir versuchen, was ich versuchen möchte, ist, dass ich so ein bisschen den Rahmen geben möchte, in dem das Ganze stattfindet und warum wir diese Therapien machen, so ein bisschen. Und was die allgemeinen Probleme für all die Studien, das ist bei allen Studien ähnlich, dass wir dort 3, 4 Grundfragen haben, die alle diese Medikamente, die im Moment diskutiert werden, in ähnlicher Weise mehr oder minder versuchen zu abzumildern oder zu umgehen oder die andere Fragen haben.
Dieses Dia zeige ich so zu Anfang, um so ein bisschen zu zeigen, was wir in den letzten 20, 30 Jahren auch bei Alzheimer und bei Parkinson-Erkrankungen gemacht haben, dass man versucht hat, an einer Zelle, an Rezeptoren außen an der Zelle versucht hat, mit Medikamenten anzugreifen, dass man versucht hat, die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen zu stabilisieren, zu verbessern, dass man versucht hat, freie Radikale zu verbessern, dass man versucht hat, an der Mikroumgebungszelle, wo es ziemlich Hinweise gibt, dass es da auch Entzündungsreaktionen, also nicht im Sinne einer Entzündung, dass es wirklich, wie wir das sonst kennen aus dem Körper, solch eine Beireaktion eben gibt, das zu behandeln, sozusagen abzumildern. Viele, viele Ansätze, die man bei all diesen neurodegenerativen Erkrankungen versucht und die bis jetzt alle nicht erfolgreich waren. Was wir aber eben bei Huntington als Vorteil haben und weshalb wir glauben, dass Huntington eben eine der behandelbarsten Erkrankungen oder den unbehandelbaren ist, wie Ed Wild das einmal formuliert hat, ist, dass wir ja wissen, woran es liegt, dass wir das Gen haben und dass es eben im Zellkern, in der Mitte eben diese X-Chromosome, XY-Chromosome, die dort liegen und dass da eben ein kleines Chromosom 4, eine kleine Verlängerung ist, mini, mini klein, die dann eben zur Erkrankung führt. Und dass da jetzt eben in der letzten Zeit die Ansätze, die man schon seit 20, 30 Jahren versucht, seit man das Gen entdeckt hat, ist natürlich die Idee, dass man dort dann doch eigentlich behandeln müsste. Und das ist aber eben nicht so einfach. Das hat jetzt viel Forschung erfordert. Und jetzt kommen eben verschiedene, tatsächlich alle von der Forschung jetzt zu Patienten ersten Verträglichkeitsstudien. Und das sind diese Gene-Silencing-Studien, also Gen-Ruhigstellung, was vielleicht nicht ganz richtig ist, manchen dieser Altbegriff, aber Huntington-Lowering, also Huntington-Reduktionsstudien. Das ist die, über die wir jetzt sprechen. Ja. In einer von mehreren, aber einer relativ häufig zitierten und grundlegenden Studie von einem Hof aus dem Jahre 2000 hat man ein Experiment gemacht, bei dem man bei diesen Mäusen, diese Mäuse extra so, sage ich mal, konstruiert hat, genetisch, dass man das Huntington-Gen ein- und ausstellen konnte. Das ist sonst nicht möglich, das kann man bei Menschen. Dafür hat man diese Mäuse etwa extra entwickelt und hat sie erst krank werden lassen. Und wenn man dann das Gen ausgeschaltet hat, hat man gesehen, dass sich bestimmte Funktionen, nicht alle, aber bestimmte Funktionen bessern. Also eine reversible Neuropathologie dort ist. Und das ist etwas, was wir eben bei anderen Experimenten auch gesehen haben, sodass man glaubt, dass eben Silencing oder Huntington Lowering, wie auch immer wir es nennen wollen, prinzipiell ein gangbarer Weg ist. Und die Frage dabei ist hauptsächlich die Frage, wie doll können wir es denn reduzieren? Das nächste Dia nochmal. Dazu gibt es eine schöne Übersichtsarbeit hier aus JAMA, aus, ist glaube ich, diesem Jahr oder letztem Jahr erschienen, wo der Blair Levitt und auch Scott Scoble zusammengetragen haben. Auf der linken Seite die Ergebnisse von Menschen und auf der rechten Seite von Tiermodellen. Auf der linken Seite, das oberste ist so das Wichtigste, dass man weiß, man hat ja mal zwei Allele, man hat ein Allel, dieses Chromosom 4 vom Vater und eins von der Mutter. Und bei beiden ist die Huntington-Anlage drauf. Wir brauchen das Huntington, es ist in der Entwicklung des Gehirns ganz wirklich wichtig und hat wahrscheinlich noch ganz, ganz viele andere Funktionen, die wir noch gar nicht alle kennen. Es sind insgesamt ungefähr 400 Proteine, mit denen das Huntington zusammen agiert und welches davon so das Wichtigste ist. Aber es gibt Menschen, die durch Zufall herausgefunden worden sind, die ein Huntington-Allel per Zufall nicht haben, eine Deletion oder so etwas in der Art. Und bei diesen Menschen findet man keine Pathologie, also die haben keine Erkrankung. Man kann anscheinend dann mit nur einem Allel ganz gut. Und selbst die Entwicklung scheint dort zu funktionieren. Das Gehirn, die Entwicklung des Gehirns, wo das Huntington eine ganz wichtige Rolle zu haben scheint. Auf der anderen Seite weiß man bei den Tieren, wenn man das experimentell macht, das ist diese zweite Reihe mit diesem embryonalen Tod, dass wenn man beide Allele ausschaltet, schon in der Eizelle, dass dann
dass ein Tier verstirbt in der Embryonalphase, dass sich also das nicht entwickeln kann, dass es eben ein ganz wichtiges Protein ist für die Gehirnentwicklung, eben ganz viele andere Funktionen und man nicht lebensfähig ist, wenn man gar kein Huntington. Wenn man das dann später macht im Leben, genau die dritte Reihe, dann sieht man, dass das Tier etwas verändert ist, dass es eben nicht ganz normale Entwicklung hat. Wenn man es noch später macht, dann scheint es auch da möglich zu sein, komplett zu unterdrücken. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Ergebnisse. Und da gibt es natürlich, das heißt, es scheint zu sein, dass man 50-prozentige Reduktion machen kann. Und das ist eben der Sinn dieser Studien gewesen. Ich glaube, das können wir weitermachen. Und das eben die erste Studie, diese CS1-Studie, ganz wichtig ist, die auch publiziert ist. Das sind jetzt aus der Publikation die Daten. Kannst du ruhig weitermachen. Wo eben das Wichtigste war, erstens, es hat mit diesem Anti-Roche, im Gegensatz zu dem, was wir jetzt von Wave gehört haben, in diesen Dosierungen von 10, 30, 60, 90, 120 Milligramm, bei 10 noch nicht, aber bei 30 dann schon signifikant Milligramm, eine signifikante Reduktion vom Huntingtin-Protein gegeben. Also dieser Antisense macht das, was er machen soll. Es gibt da so diese teilweise drin, aber es sind einfach ganz sensible Werte und ganz kleine Werte. Prinzipiell hat man gesehen, dass es eine dosisabhängige Reduktion ist. Dankeschön. Und das, was uns hat sehr euphorisch, oder zumindest ich war sehr euphorisch 2016, 2017 hat werden lassen, war der klinische Eindruck, dass es Patienten gab, die auch tatsächlich profitiert haben. Und das spiegelt sich ein bisschen wieder. Das ist kein Beweis, das ist wichtig zu verstehen. Es ist ein Hinweis vielleicht. Man sieht hier diesen Motorscore, diesen TMS, totalen Motorscore. Und je höher dieser Score ist, den kennen Sie vielleicht alle aus den Enroll-Studien, wo man eben die Augenfolge, das Fingertapping untersucht und dafür Punkte gibt. Je mehr Punkte man hat, umso schwerer erkrankt ist man. Und unten sieht man die Reduktion des Huntington-Proteins, wo man das 20, minus 20, minus 40, minus 60% sieht. Und wenn man in so einer Korrelationsanalyse, die Mittelwert ist die blaue Linie, hochgeht, zum Beispiel bei 40 Milligramm, ich weiß nicht, ob du das mal machen kannst, Bernhard, dann sieht man eben, dass dort auf der Höhe, wenn man nach links rüber geht, etwa 5 Punkte in dieser Motorskala waren. Und ähnlich sieht man auch ein positives Ergebnis mit dem Single-Digit-Modality-Test. Das ist ein Kognitionstest von der Konzentration. Das ist nicht so beeindruckend, nicht so viel, aber auch da hat es eine kleine Verbesserung gegeben. Da ist es jetzt eben gut, wenn man mehr Punkte hat. Bei dem Motorscore ist es gut, wenn man weniger Punkte hat. Deshalb sind die unterschiedlich kippt, diese beiden Linien. Aber prinzipiell hatten wir den Hinweis aus diesen Angaben mit eben den geringeren Dosen dabei. Da waren eben 10, 30, 60, 90 und 120 Milligramm dabei, dass da vielleicht ein Effekt sein könnte, der stabilisieren könnte, reduzieren könnte oder vielleicht sogar teilweise auch diese reversible Pathologie andeuten könnte, wie weit auch immer. Das ist eben das, was sehr gemacht hat. Man hat dann sich entschieden, dass man die höchstmögliche Dosis, die verträglich ist, nimmt. Und das waren die 120 Milligramm. Und das ist jetzt, glaube ich, der wichtige Punkt, dass man jetzt die 120 Milligramm monatlich oder zweimonatlich in einer Folgestudie untersucht hat, wo man diese 46 Leute monatlich oder zweimonatlich behandelt hat, zu sehen, ob das verträglich ist länger und auch so mit diesem Konzept zunächst die Studien geplant hat, weil man eben wollte, dass die Dosis außen im Gehirn möglichst hoch ist, sodass sie möglichst viel von dem Medikament im Caudatum, was tief im Gehirn sitzt und was die Huntington-Krankheit wesentlich betrifft, möglichst hoch ist und davon möglichst viel ankommt. Das ist die rationale, die hohen Dosen genommen hat. Man hat dann ziemlich schnell gesehen, dass wenn man 120 Milligramm monatlich, das sind diese 4 Wochen, Q4-Wochen nimmt, das sind die ersten 4 sind diese orange Linie, sind die ersten 4 Gramm aus der ersten Studie, CS1-Studie, und danach, wenn man das aber weitermacht, sagt sich ein Steady State, der braucht immer die 3,5-fache Halbwertszeit, glaube ich, ist das, wenn ich aus Pharmakologie richtig erinnere, dass sich das dann aber anders einpendelt und dass das eben tatsächlich über 50% ist. Und man hat deshalb gesagt, okay, einmal monatlich ist zu viel, aber wenn wir es zweimal monatlich machen, dann liegen wir da prima drin, und hat deshalb die Phase 3-Studie, von deren Ergebnissen wir jetzt reden, als eine Studie geplant mit einer Placebo-Gruppe, einer Gruppe mit alle 8 Wochen Medikament sowie und alle 16 Wochen. Man hat darüber hinaus auch mehr Nebenwirkungen gesehen,
in den 4-Wochen-Dosen mit mehr Eiweißerhöhung, mit mehr Stürzen, solchen Sachen. Ich glaube, da können wir relativ schnell drüber gehen. Man hat mehr Zellen im Nervenwasser gesehen als Ausdruck einer gewissen Entzündungsreaktion. Das sehen wir auch bei anderen Medikamenten, die ins Nervenwasser geben. Das Eiweiß war erhöht. Und ganz wesentlich auch das Neurofilament war erhöht. Und das war auch schon am Ende dieser ersten Studie schon leicht erhöht in den hohen Dosen von 90 und 120 Milligramm. Das ist etwas, was man erstmal, holen wir mal zurück, was man erstmal nicht möchte. Das Neurofilament ist ein Wert, der, den man noch nicht ganz verstanden hat. Es gibt auch verschiedene, aber prinzipiell wird er freigesetzt, wenn Nervenzellen geschädigt werden. Also auch bei einem Schlaganfall, auch bei einer Multiplen Sklerose kann man diese Werte erhöht messen. Und wenn Multiple Sklerose-Patienten gut eingestellt sind mit ihrem Medikament, dann ist dieser Wert fast wieder normal oder bei vielen normal. Und auch bei Huntington kann man diesen Wert erhöht sehen. Die Serotonin hat letztens nachgewiesen, kann man bei HD Buzz auch nachlesen mit der Young Adult Studie, dass sie schon als höchster erster Wert eigentlich verändert sind, und zwar ungefähr 24 Jahre vor Erkrankungsbeginn, dass da schon erhöhte Werte sind. Das ist ein erster biochemischer Marker. Und sie steigen dann an bis auf ein bestimmtes Plateau und spiegeln eigentlich wieder, dass Nervenzellen wahrscheinlich geschädigt werden. Das interpretiert man so. Eigentlich wollen wir diesen Wert reduziert haben und wollen wir durch ein Medikament ihn wieder normalisieren. Und hier haben wir jetzt einen Anstieg, der aber nur vorübergehend war. Und da war die Frage, was ist das denn? Und man hat es dort, da es gleichzeitig auch gab, eine Erweiterung in den Ventrikeln, in den Hohlräumen des Gehirns. Ruhig mal weitermachen. Hier sieht man eben nochmal, dass bei 120 und 90 Milligramm war, dass man eine Erweiterung gesehen hat in den Nerven im Gehirn. Und das sind die 120 Milligramm und 90 Milligramm, wo es eben besonders diese Ventrikelerweiterung da war, hat gesagt, das ist vielleicht ein Stau des Nervenwassers, ist ein Hydrocephalus in der Art. Tatsächlich hat Roger Barker jetzt einen Fall publiziert, wo er tatsächlich bei einem der ersten Patienten einen Hydrocephalus diagnostiziert hat. Einen Hydrocephalus gibt es auch so als eine neurologische Erkrankung, besonders bei vielen älteren Menschen, wo es einen Aufstau des Nervenwassers im Gehirn gibt. Man sieht dann, dass diese weißen Areale, wo das Nervenwasser im Gehirn ist, erweitert, im Gegensatz zu vorher. Und dadurch kann es zu Konzentrationsstörungen kommen, zu einer Gangunsicherheit. Das Gehen ist breitbasig, man sagt Bügeleisengang, weil man die Beine so vorschiebt, wie beim Bügeln praktisch. Und auch häufig eine Inkontinenz. Und man kann das sehr einfach prüfen, indem man eine Nervenwasser untersucht und Nervenwasser ablässt, sodass der Druck etwas weniger ist und häufig sich dann diese Beschwerden für eine Zeit bessern, mehrere Tage, manchmal länger. Und wenn das immer wieder notwendig ist, gibt es Patienten, bei denen man einen Shunt einsetzt, wenn das Nervenwasser ablaufen kann und diese Patienten mit einem Hydrocephalus so behandelt. Und das hat man hier bei diesem Hunting-Patient gemacht. Und es gibt auch den anderen Antisens von dem Nusiserin. Kinder mit der spinalen Muskelatrophie. Auch da gibt es ein paar Kinder, wo das schon veröffentlicht ist, dass auch da es zu dieser Hydrocephalus-Entwicklung als eine Nebenwirkung dieses Antisens zu kommen scheint. Das sind bei den Kindern nur sehr, sehr wenige. Der Profit überwiegt eindeutig, aber es scheint eine mögliche Nebenwirkung zu sein. Und das müssen wir, glaube ich, auch bei den Daten gleich auch so ein bisschen mit im Hinterkopf behalten. Ob das die einzigste Erklärung ist für das Neurofilament, das ist die Frage. Gut. Wir haben beim letzten Online-Seminar, als wir alle in der Situation waren, dass wir noch keine Daten hatten, eine ganze Reihe von Fragen formuliert, auf die wir Antworten brauchen. Diese Fragen und die gegenwärtig verfügbaren Antworten wollen wir Ihnen jetzt vorstellen im Einzelnen. Und wir fangen an mit den Tominersen Generation HD1-Zwischenergebnissen. Es ist wichtig zu betonen, dass im Augenblick noch nicht alle Daten, die im Rahmen dieser Studie erhoben worden sind, auch vorliegen und vollständig analysiert sind. Was wir berichten hier, sind im Wesentlichen, wie denn die verschiedenen Behandlungsgruppen zusammengesetzt waren, Patient Baseline Characteristics, welche Exposition sie hatten gegenüber der Substanz Tominersin und was die Ergebnisse waren bei den sogenannten
klinischen Endpunkten, also bei den wichtigsten Parametern, die uns helfen, dabei zu beurteilen, ob ein Medikament wirksam ist oder nicht. Das sind jetzt viele Abkürzungen, die erkläre ich im Einzelnen, erklären wir beide noch im Einzelnen und gehen dann darauf ein. Was wir nicht haben, was wir zusätzlich haben, sind einige, allerdings nicht vollständige Daten aus den MR-Bildgebungen, die durchgeführt worden sind im Zusammenhang mit der Studie. Und es fehlen, und wir haben einige Laborparameter, es fehlen aber noch wichtige sogenannte Biomarker, vor allen Dingen im Nervenfass oder CSF. Und die ganzen explorativen Biomarker und auch die vollständige Analyse aller Bilddaten fehlt zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch. Das Wichtige, worauf wir uns jetzt in der Darstellung, und das ist auch das, was eben öffentlich in der letzten Woche geworden ist, fokussieren, sind die sogenannten primären Endpunkte oder die Beurteilungskriterien für die Wirksamkeit. Das ist zum einen der funktionelle Zustand insgesamt, wird abgekürzt als TFC, TFC-Wert, Total Functional Capacity. Das zweite Punkt ist der sogenannte zusammengesetzte oder Composite-Endpunkt, der berücksichtigt sowohl den funktionellen Gesamtzustand, wieder gemessen an diesem Wert TFC, man muss sich den Namen nicht merken, dann das Ausmaß der Bewegungsstörung, das wird gemessen an einem Wert, den wir nennen TMS-Score, und dann die Aspekte der, bestimmte Aspekte der kognitiven Leistungsfähigkeit, also der Denkfähigkeit, hier an einem Test, der als SDMT oder Simple Digit Modality Test abgekürzt wird. Und das Ganze zusammen nennt sich Composite UHDRS, Composite, also zusammengesetzter Endpunkt, wo verschiedene Aspekte, der Gesamtzustand funktionell, das Ausmaß der Bewegungsstörung und die kognitive Leistungsfähigkeit mit berücksichtigt wird. Und daneben ist noch eine der Gesamteindruck, den die Behandler haben, auf Englisch Clinical Global Impression oder CGI abgekürzt, von der Krankheitsschwere, also Severity, CGIS. Carsten, willst du jetzt die erste Folie kurz kommentieren hier? Das ist TFC. Ja, gerne. Funktion, das ist das, was man aus der NO-Studie auch kennt, aus anderen Studien, wie gut kann ich den Arbeiten, den Haushalt machen, Finanzen kümmern und solche Sachen. Und da sieht man eben in der blauen Farbe diejenigen, die alle 8 Wochen das Medikament bekommen. Das bleibt in den nächsten Grafiken auch so. Die so ein bisschen, glaube ich, orange ist es am ehesten, sind alle 16. Ja, orange ist richtig. Und die grauen sind die Placebo. Und das, was man eben sieht, ist, dass es initial bei allen einen relativ ausgeglichenen Befund gab. Es gab keine großen Schwankungen zwischen den verschiedenen Gruppen und dass dann eigentlich diejenigen, die 8-Wochen-Gruppe waren, die größte Verschlechterung haben, die größten Abnahme haben. Das ist eben diese blaue Linie im Vergleich zu den anderen beiden. Ich glaube, der Placebo-Arm und diese 16-Wochen-Gruppe ist relativ ähnlich. Auch da gibt es einen kleinen Trend dazu, dass die mit 16 Wochen sogar schlechter sind, aber relativ ähnlich, aber eben doch eine Verschlechterung bei der Gruppe, die alle 8 Wochen das Medikament kriegt. Und da hat man eben an dieser Stelle von Data Safety Committee gesagt, okay, das sieht nicht so aus, als wenn wir die Studie weitermachen würden, es tatsächlich dazu kommt, dass dieser wichtige Endpunkt noch so aussieht, dass ich hinterher einen deutlichen Unterschied habe, also dass sich diese Balken hinterher nicht mehr überschneiden in der Form, dass dann Medikament bekommen haben, irgendwie tatsächlich besser geht. Das ist nach dem, wie es jetzt so aussieht, kaum noch zu erreichen. Im Gegenteil, es kann sogar sein, dass es sogar eher denjenigen mit der hohen Dosierung schlechter geht. Und das war, glaube ich, die Entscheidung, die dazu gehört, diese Beobachtung, die dazu geführt hat, dass man die Studie abbricht. Und das zeigt sich in dem Composite-Score, diese Zusammensetzung eines motorischen Scores, der Funktion und an dieser Konzentrationstest ist das Simple Digit Modality Test, wo man so Symbole und Zahlen ergänzen muss oder Wörter schnell lesen muss. Also ganz basalen klinischen Tests, die eben auch überhaupt wichtig sind, um hier die Wirkung zu zeigen. Da sieht man eben genau das Gleiche, sehr stringent von den ganzen denjenigen mit der
hohen Dosis am schlechtesten ging letztlich. Und hier ist eben die Frage, ist das signifikant sogar? Da haben wir bis jetzt, habe ich keine Antwort bekommen. Ich glaube, es ist eben auch, wird vermieden, da jetzt eine Antwort zu, weil die Daten noch nicht ganz ausgewertet sind, weil da eben noch welche fehlen und weil eben auch das so ein Abschnitt war, wo ja, viele Daten noch fehlen. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied, das kann man sagen. Und es ist eben nicht mehr zu erwarten, dass tatsächlich das irgendwie andersrum aussehen würde. Wenn es andersrum wäre, wäre das das gewesen, was wir erhofft hätten. Vielleicht noch ein Hinweis von meiner Seite. Die Studie war so angelegt eigentlich, dass in jedem der drei Behandlungsarme etwa 250 Patienten vorgesehen waren. Nee, es ist wichtig zu beachten, dass jetzt für den weitest fortgeschrittenen Zeitpunkt, 69. Woche, wie Sie leicht sehen, die Zahlen niedriger sind, etwa 100 weniger. Nicht? Das reflektiert, dass noch nicht alle diesen Punkt erreicht hatten, zu dem Zeitpunkt, als die Daten angeguckt wurden vom Independent Data Safety Committee. Also man muss sich, wenn man sich diese Kurven anguckt, immer bewusst sein, dass die Basis für die verschiedenen Punkte, die man hier sieht, etwas unterschiedlich sind, am dünnsten für die Zeitpunkte, die am weitesten fortgeschritten sind. Jetzt, Carsten. Ja, ich glaube, das sieht man jetzt ganz stringent, das ist der Motorscore. Also es ist wieder schlecht, möglichst viele Punkte zu haben. Und auch hier die 8-Wochen-Gruppe eher die schlechteste, wobei es interessanterweise auf der historischen Skala gar nicht so einen Riesenunterschied gab, sage ich mal. Was dann für die kognitiven Skalen, das ist eben dieser Single Digit Modality Test, dieser Test mit den Zahlen, Zeichen, wo man die Symbole mit Zahlen ergänzen muss. Da finde ich sehr deutlicher. Auch hier ist es schlecht, wenig Punkte zu haben. Also hier die 8-Wochen-Gruppe am schlechtesten. Und das ist so ähnlich auch für die Ergebnisse des True Word Reading. Das ist, glaube ich, das nächste Bild. Okay. Habe ich weggelassen. Achso, hast du weggelassen. Da ist es aber ganz ähnlich, glaube ich, wie für diesen Skript. Und das ist der Gesamteindruck des Teilnehmers in diesem Test, der eben auch das Gefühl hat, es geht ihm etwas schlechter. Das ist gar nicht so ein Riesenunterschied. Das heißt, insgesamt finde ich sehr stringente Daten, auch wenn sie noch nicht vollständig da sind, Daten, die eigentlich nicht widersprüchlich sind. Und ich fand von den Ausgangssituationen eine fantastische Studie, sehr, sehr gut, aber von den Daten her leider nicht das, was wir erwartet haben, nicht was wir erhofft haben. Das ist hier nochmal zusammengefasst, jetzt auf Englisch, aber ich denke, das ist Ihnen jetzt auch deutlich. In der Gruppe, wo alle 8 Wochen behandelt wurde mit 120 Milligramm, sieht man eher eine Tendenz zu ungünstigeren Ergebnissen, während in der Woche, die alle 16 Monate das Medikament bekommen haben, man eine hohe Überlappung findet mit der Placebo-Gruppe, aber auch keine Verbesserung, wie man es ja erhofft hätte, in dem Sinne, dass die Placebo-Gruppe jetzt einen ungünstigeren Verlauf hat als die Behandlungsgruppe mit 16-wöchiger Behandlung von 120 Milligramm. Das kann man so zusammenfassen. Das sind jetzt die klinischen Werte. Jetzt noch zu den wichtigen Zusatzuntersuchungen. Hier dargestellt die ersten Ergebnisse aus den MR-Analysen. Carsten, willst du das wieder erläutern? Ich mach's du, das ist mir leid. Also kann man gerne machen. Mhm. Man sieht eben 3 Graphen, einmal das gesamte Hirnvolumen, das Atomvolumen und das intraventrikuläre Volumen. Mhm. Das heißt, die ersten beiden haben etwas mit der Hirngröße zu tun, das Gesamtgehirngewebe und das Caudatumvolumen, was sich nicht so wesentlich unterscheidet. Die Unterschiede Volumen scheint etwas mehr zu sein in der 8-Wochen-Gruppe, aber ich glaube, es gibt keine Riesenunterschiede. Da, wo es die großen Unterschiede gibt, ist in dem Ventrikelvolumen, und das ist eben wieder dieser Hydrocephalus-Aspekt, den wir eben vorhin auch schon gesehen haben, dass sich die Hohlräume, wo das Nervenwasser im Gehirn fließt, die sogenannten Ventrikel, erweitern, wenn da ein Abflussstau ist bei dem Hydrocephalus. Das heißt,
Das hat zwei Möglichkeiten. Das kann einerseits passieren, diese Erweiterung der Ventrikel, wenn Hirngewebe abstirbt, wenn ich eine Atrophie habe, also bei neurodegenerativen Erkrankungen, werden auch da die Hohlräume weiter. Aber es kann auch durch einen Stau, eben hier dem Hydrocephalus, passieren, dass sich das erweitert, dass das Gehirngewebe insgesamt weniger geworden ist. Dagegen sprechen die ersten beiden Graphen, die wir gesehen haben, sodass das eben auch hier zumindest teilweise auf eine gewisse Hydrocephalus-Wirkung mit hinaus deutet. Mhm. Richtig. Also wichtig noch, dass man beachtet, was auf der Y-Achse aufgetragen ist, das ist eine Prozentveränderung. Nicht, das ist jetzt also nicht absolute Werte, sondern Prozentveränderung. Man sieht aber, dass es offensichtlich eine Wirkung der Gabe von so relativ viel Antisense-Oligonukleotid gibt. Und zwar in dem Sinne, dass die Ventrikelräume zunehmen, obwohl das Hirnvolumen in der Essenz gleich bleibt. Das ist eine wichtige Sache. Hier. Ich möchte wieder darauf hinweisen, dass die Datenbasis für diese Darstellung hier von den gewünschten 150 oder so, jetzt für die Woche 69, wieder weil es länger dauert, diese Daten zu bekommen, schmaler ist. Nicht? Das ist also mit mehr Irrtum behaftet hier und die Datenbasis ist noch nicht so groß, wie man sich das idealerweise wünschen würde für eine Auto. Also, das ist jetzt vielleicht nochmal wichtig zur Illustration des Punktes, den der Carsten Saft vorhin gemacht hat, dass die drei Behandlungsarme, also der Placebo-Arm, die Gruppe, die alle 4 Wochen behandelt wurde und die alle 16 Wochen behandelt wurde, je mit 120 Milligramm, ziemlich vergleichbar sind und auch ist ziemlich wenig Leute gab, die aus der Studie ausgestiegen sind. Das ist also wichtig. Gut. Die Studienmedikation wurde auch vergleichbar in den drei Behandlungsarmen gegeben. Covid-bedingt ist es dazu gekommen, dass bei einem bestimmten Prozentsatz der Leute, aber sehr gleich in den drei Behandlungsarmen, es dazu gekommen ist, dass eine Behandlung ausfallen musste. Man sieht das hier ganz gut. Es gibt also einen Prozentsatz, bei dem eine Behandlung ausgefallen ist, aber mehrere Behandlungen, die ausfallen mussten, in der Regel Covid-bedingt, ist eher selten. Und das Wesentliche hier, was man sagen muss, ist, dass in den drei Behandlungsarmen das sehr gleich verteilt war. Es war eben von äußeren Umständen abhängig, nicht im konkreten Covid. Jetzt lohnt es sich, auf die Fragen einzugehen, die wir beim allerersten Online-Seminar gestellt haben und uns jetzt zu fragen, haben wir darauf Antworten bekommen. Das werden der Carsten und ich jetzt der Reihe nach durchgehen. Also die erste Frage, die wir uns damals gestellt hatten, war, ist es in allen drei Armen der Studie zu einer Verschlechterung in Bezug auf die primären Endpunkte, die dargestellt TFC und Composite UHDRS gekommen? Carsten. Ja, es ist letztlich ja im Rahmen der Erkrankung. Auch da ein Kommentar von dem Herbig Lange schon. Natürlich hat es in allen drei eine Verschlechterung gegeben in diesen Skalen im Rahmen der Erkrankung, wie wir das erwarten würden. Und auch im Rahmen der Kernspin-Tomographie-Untersuchungen hat es natürlich Veränderungen im Rahmen der Erkrankung oder einfach des Alters auch gegeben. Aber wesentlich der Unterschied, glaube ich, ist schon deutlich geworden, dass es in der 8-Wochen-Gruppe die deutlichste Verschlechterung sowohl für Kognitionswerte als auch motorisch als auch für die Bildgebung und ja, dass da der 16-Wochen-Arm und der Placebo-Arm relativ nah aneinander waren. Vielleicht ein kleiner Trend noch bei den 16 Wochen, dass sie sogar auch noch mal ein bisschen schlechter waren als Placebo. Ja, also diese ersten drei Fragen, die wir uns gestellt hatten, nicht? Also bei allen ist es zu einer Verschlechterung gekommen, entsprechend dem natürlichen Verlauf, wobei, darauf werden wir noch näher eingehen, im Augenblick noch keinen Vergleich haben zwischen dem Verhalten der Placebo-Gruppe zu natürlichem Verlauf außerhalb der Teilnahme an solchen Behandlungsstudien. Und die zweite Frage, auf die gibt es jetzt auch eine klare Antwort. Es gibt eine Reihung in Abhängigkeit von der Exposition, also
dem Produkt, wenn man so will, aus Menge, 120 Milligramm, und Häufigkeit der Anwendung davon. Und unglücklicherweise ist es so, dass es in der Tat ungünstigere Verlaufskurven gab, nämlich bei der Q8, also der achtwöchigen Behandlung im Vergleich zum Placebo-Arm. Dann gibt es auch eine Antwort auf die nächste Frage, die wir uns gestellt hatten. Sahen die Verläufe von Patientinnen und Patienten in bestimmten Behandlungsarmen besser aus als das Placebo? Das, was wir uns ja eigentlich erwünscht haben. Und die Antwort ist sehr klar, nein. So ist das nicht. Bei dieser. Jetzt die nächste Frage ist, unterscheiden sich die Arme, die verschiedenen Behandlungsarme deutlich, das heißt statistisch signifikant voneinander? Da haben wir eine Teilantwort. Und die Teilantwort heißt, wir haben da noch nicht die endgültige statistische Bewertung, weil es noch in der Analyse ist. Es gibt aber klar einen Trend zu einem ungünstigeren Verlauf, was die achtwöchige Behandlung angeht. Kein deutlicher Unterschied, kein statistisch signifikanter Unterschied zur Placebo-Gruppe findet sich bei der Gruppe, die alle 16 Wochen behandelt worden ist. Und die nächste Frage, die wir uns gestellt hatten, lassen sich Beziehungen erkennen zwischen der Menge der Studienmedikation in einem definierten Zeitspanne, also der Exposition unter unerwünschten Wirkungen? Und Carsten, ich denke, du wirst mir zustimmen, die Antwort darauf heißt eindeutig ja, auf mehreren Ebenen, klinisch und was die im Augenblick verfügbaren Zusatzuntersuchungen, speziell die Bildgebung. Es gibt aber auch natürlich Fragen, auf die wir noch im Augenblick keine Antwort haben. Wir haben uns die Frage gestellt, wie sehen denn die Verläufe im Vergleich zum natürlichen Verlauf der Huntington Erkrankung aus? Das heißt also außerhalb eines Behandlungszusammenhangs. Und jedem ist klar, dass natürlich Teilnahme an so einer Studie auch Wirkungen hat per se. Das fehlt noch. Das ist geplant, aber da haben wir die Ergebnisse gegenwärtig noch nicht. Eine weitere Frage, die wir uns am 27. März, als wir das erste Seminar gehabt haben, gestellt hatten, ist, gibt es Subgruppen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern besonders günstigem Verlauf? Das heißt, oder ist es so zum Beispiel, dass Leute, die, wenn sie behandelt wurden mit der Substanz, wenn sie in einer sehr frühen Phase der Erkrankung waren, sich besser verhalten? Daraufhin haben wir im Augenblick noch gar keine Antwort. Dann eine weitere Frage, die wir uns gestellt hatten, gibt es, das ist das Gleiche, nochmal etwas anders formuliert, Hinweise darauf, dass bei manchen vielleicht die Erkrankung so weit fortgeschritten war, dass mit einem günstigen Effekt nicht mehr gemessen werden konnte. Darauf wissen wir keine Antwort im Augenblick. Wir wissen auch nicht, ob es Menschen gibt, was durchaus der Eindruck ist in den Behandlungszentren, dass es einzelne Leute gibt, die unserem klinischen Eindruck nach Vorteile gehabt zu haben scheinen. Das muss man natürlich genau analysieren und sie vor allen Dingen im Vorhinein sich festlegen, woran man das festlegt. Diese sogenannte Responder-Analyse also fehlt noch und steht noch aus. Und genauso steht noch aus die Antwort auf die Frage, ob andere Behandlungsschemata, das heißt, eine niedrige Menge von Tominersen, zum Beispiel 60 Milligramm oder 90 Milligramm anstatt 120 Milligramm, einen Weg darstellen könnten, den natürlichen Verlauf der Huntington-Erkrankung durch Tominersen doch günstig zu beeinflussen. Diese letzte Frage ist auch die komplizierteste Frage. Ich denke nicht, dass die reine Analyse der bestehenden Daten darauf eine Antwort geben kann, aber möglicherweise aus der Phase 1-Studie, wo ja verschiedene Dosierungen eingesetzt wurden, können erste Antworten oder Hypothesen generierende Antworten formuliert werden. Carsten. Ja, das finde ich sehr gut, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist, glaube ich, das, wo wir ja so ein bisschen hinführen wollten, was mir wichtig ist, dass ich glaube, dass es dann Widerspruch gibt in den Befunden bis jetzt, dass wir aus der CS1-Studie diese Befunde haben, die sehr positiv aussehen, die haben mich euphorisch sein lassen und danach
eben auch wir auch klinisch nicht mehr den Eindruck hatten unbedingt und jetzt eben diese Ergebnisse jetzt hier wie enttäuschend sind, ganz klar. Ich hoffe, man kann das, hat das halt verstehen können, den Hintergrund. Und insofern ist eben bei all diesen immer die Frage der Dosis eine wichtige Frage und des Schemas. Und wir haben, ich glaube, das ist eben tatsächlich das, wo wir hoffen, dass wir jetzt aus diesen Daten, die viele noch nicht ausgewertet sind, aus der CS2-Studie und es gibt eben noch diese Gene-Peak-Studie, wo es mit ganz, ganz niedrigen Dosen auch noch gibt, ein paar kurze Behandlungen, vielleicht noch andere Antworten kriegen. Mhm. Jetzt will ich eine, auch noch darstellen, die Ergebnisse von der WAVE-Studie. Ich, wie allen bewusst, eine Woche später haben die Ergebnisse berichtet. Ich darf noch mal daran erinnern, eine WAVE hat sich darum bemüht, gezielt die veränderte, mutante Variante oder das in unserer Sprache das mutante Allel zu treffen und abzusenken. Und dazu ist der Ansatzpunkt eine Besonderheiten in der DNA-Struktur, die sich nur auf dem Mutantenallel, nicht aber auf dem sogenannten Wildtyp oder WT-Allel finden. Ja? Davon sind drei jetzt genauer untersucht worden, hier grafisch dargestellt. Es geht so, dass man im Blut gucken muss, ob diese Besonderheiten, SNPs, Single Nucleotide Polymorphisms, das sind einzelne Basen, die verändert sind, vorhanden sind, ja oder nein. Und für diese Leute und nur für diese Leute kommt diese Behandlung von WAVE in Frage. Man findet die nicht bei allen Menschen, aber der Single Nucleotide Polymorphism oder NSP1-Variante findet sich immerhin bei 72% der Betroffenen, etwas weniger SNP2, 61% und im Vergleich noch etwas weniger SNP3. Hier sind nun die Ergebnisse der Precision Studie 2, eine 1 sieht ganz ähnlich aus. Man findet hier, anders als Carsten vorhin gezeigt hat, keine dosisabhängige Absenkung der Menge von verändertem Huntingtin-Eiweiß im Nervenwasser. Im Vergleich zum Ausgangspunkt, Placebo und die verschiedenen Dosisstufen unterscheiden sich nicht. Der Punkt NFL, den Carsten dargestellt hat, also dieser Marker, der wichtig ist und verändert ist früh im Verlauf der Erkrankung bereits, zeigt ebenfalls keine Veränderung, weder im Positiven noch im Negativen. Und wenn man sich jetzt anguckt, die verschiedenen Endpunkte, das ist natürlich eine kleine Studie, etwa 50 Leute pro Studienarm insgesamt, zeigen im Vergleich zum, hier ist diese Analyse bereits erfolgt, die wir uns wünschen, für die Generation HD1 Tominersin-Studie auch, ein Vergleich zwischen Natural History-Kontrollen und den Patienten, die an der WAVE-Studie teilgenommen haben. Und hier sieht man eben, dass sich das ganz und gar im Überlappungsbereich, im Konfidenzbereich befindet in Bezug auf die klinischen Ausgangsparameter. Also, dass wir dann zusammenfassend sagen können, die beiden Antisense-Oligonukleotide, die WAVE untersucht hat, allelselektiv, zeigen keinen Nachweis von sogenanntem Target Engagement, nämlich dass mechanistisch diese Substanzen tun, was wir von ihnen erhoffen, nämlich das mutante Huntingtin im Nervenwasser absenken. Bei Tominersin haben wir aus der CS1-Studie einen Nachweis einer dosisabhängigen Absenkung im Nervenwasser von mutantem Huntingtin, aber auch eine dosisabhängige Ventrikelvergrößerung und kein Nachweis einer klinischen Wirksamkeit bei den untersuchten Dosierungsstufen, das heißt also 120 Milligramm, entweder alle 8 Wochen oder alle 16 gegeben. Wie geht es nun weiter? Die Antwort kommt von Carsten. Einen Punkt nochmal kurz zurückgehen und nochmal einfach der Unterschied zwischen dieser WAVE-Studie und der IONIS- oder Roche-Studie nochmal verdeutlichen. Ich glaube, das ist klar deutlich geworden, aber
Wir haben für all diese Medikamente, die wir diskutieren, auch andere, die jetzt gleich noch kommen, dieselben Probleme. Wir brauchen eine möglichst hohe Dosierung im Caudatum, wo die höchste Pathologie ist. Deshalb hat sich bei Roche auch initial für die 120 Milligramm entschieden, denke ich, um da möglichst viel zu erreichen. Wir wollen bei all diesen Medikamenten nur das Huntington-Gen und nicht noch andere Gene, sogenannte Off-Target-Effekte, also falsche Gene ausschalten und vielleicht ganz andere Nebenwirkungen, irgendwelche Tumorentwicklung oder so etwas erreichen. Wir wollen keine anderen Nebenwirkungen durch diese Medikamente haben, wie jetzt sich andeutet, ein Hydrocephalus geben kann bei dem Antisense von Roche, aber auch zum Beispiel andere Nebenwirkungen, die beim Tier früher aufgetreten sind, bei anderen früheren Antisense, die das ein Fremdkörper erkannt worden ist und eine Antikörperentwicklung gab, eine Ventrikulitis. Auch das sollte nicht auftreten bei all diesen Medikamenten, andere generelle Nebenwirkungen. Und es gibt eben bei all diesen Medikamenten Medikamente, welche die nicht allelselektiv reagieren und welche, die allelselektiv reagieren. Manche unterdrücken beide, das Gesunde und das Nicht-Gesunde, das Verlängerte, und manche versuchen nur, das Verlängerte zu unterdrücken. Natürlich wäre es eigentlich eher schöner, nur das nicht, das Verlängerte Allel, das Erkrankte zu unterdrücken. Das ist aber eben nicht ganz so einfach bei manchen Syntechniken. Also das, was Wade macht, ist eigentlich erstmal vom Ansatz her sehr interessant, denke ich. Aber es hat jetzt eben leider nicht geklappt, dass die Dosis hoch genug gewählt werden konnte, um das Allel zu unterdrücken. Und man hat anscheinend auch Probleme gehabt, dann noch höher zu gehen, in noch höhere Dosierungen. Es gibt jetzt von Wave einen anderen, etwas anderen aufgebauten Antisense, der jetzt in SNP3 zeigt, wo man das auch machen will. Bei Ionis Roche haben wir nicht allelselektiv und haben eben aber eine relativ gute Wirksamkeit offensichtlich, aber eben in den höheren jetzt Nebenwirkungen, wo man dann eben hier das über die Dosis steuern möchte und das, glaube ich, ein Hauptangriffspunkt ist, aber eben die ganzen anderen Fragen auch noch offen sind. Das als Zusammenfassung vielleicht nochmal so. Mhm. Ja, die Frage ist natürlich aufgrund dieser Widersprüche, würde ich mich freuen, wenn es eine weitere würde. Ich weiß nicht, ob die Verzögerung der Dosisintervalle tatsächlich die Lösung ist, ob diese Peak-Dose das Problem ist oder ob vielleicht auch ein Hauptproblem immer noch diese Hydrocephalus-Entwicklung ist, also auch die Kognition zum Beispiel, wenn die hauptsächlich betroffen ist, sich nochmal verändert. Und da ist eben natürlich jetzt wichtig, auch diejenigen Leute, die jetzt noch bei den Studien mitmachen, herzlich danken für müssen sowieso unsere Research Heroes, die da alle mitgemacht haben, glaube ich, das vielen, vielen Dank dafür, dass sie auch jetzt weitermachen, weil natürlich die Frage ist, wie geht es denn jetzt weiter, wenn ich das Medikament nicht mehr habe? Kann es sein, dass sich diese Hydrocephalus-Entwicklung sogar rückbildet und dass es vielleicht sogar auch zu einer gewissen Verbesserung kommt? Also ist das jetzt wirklich eine Schädigung der Nerven oder hat es auch mit dem Hydrocephalus hauptsächlich zu tun? Das ist, glaube ich, im Moment eine offene Frage. Ich halte beides für möglich, absolut, oder vielleicht eine Kombination beider Gründe. Und so ist es eben gut, dass sie jetzt noch weiterläuft und weiter beobachtet werden, diese Leute. Und genau die Frage, ist das Körpergewicht groß oder klein, etwas stabiler oder schlank gebaut? Ich halte das für möglich und dass man danach eben guckt, wie ist dann die Neurofilamentbildung oder solche Sachen, je nach Milligramm Körpergewicht, dass es vielleicht gar nicht hinter eine Dosis ist, sondern eine Dosis von so und so viel Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja. Und das ist natürlich auch die Frage, braucht man noch früher gehen, ist der Prozess schon zu weit fortgeschritten? Aus meiner klinischen Beobachtung heraus würde ich sagen, glaube ich nicht, dass das der Punkt ist, weil wir, glaube ich, durchaus auch Patienten hatten, die schon etwas erkrankter waren. Auch in der CS1-Studie zumindest das Gefühl hatte, sie haben profitiert. Hm. Aber das ist offen, das muss man sicherlich statistisch auswerten. Das ist nur ein klinischer Eindruck. Ja, das ist, glaube ich, die Frage, können Teilnehmer aus der Phase 3-Studie, Genesis-1, in die offene Studie, wo jetzt eben noch die Medikation pausiert wird, weitermachen? Das ist, glaube ich, offen im Moment und wahrscheinlich wird das schwierig, das muss man sagen.
Ich persönlich fände es gut, wenn das so ist, aus den Gründen, die ich eben genannt habe, dass wir weiter den Verlauf beobachten. Diese Leute, die in der Generation HD1 Phase 3 werden alle gebeten, jetzt noch eine Abschlussvisite zu machen, die auch teilweise erst in einigen Wochen ist. Also da, wo die Studie eigentlich auch zu Ende gewesen wäre, nochmal eine Abschlussvisite zu machen. Das wäre sehr, sehr gut, wenn Sie dazu bereit sind, das zu machen, weil da auch nochmal ein Kernspin gemacht wird, weil auch nochmal Nervenwasserwerte abgenommen werden und eben auch diese klinischen Untersuchungen, sodass dann eben die Frage ist, können sich vielleicht bestimmte dieser zurückbilden. Aber dafür fände ich es gut, sich ruhig noch länger Zeit zu nehmen und weiß nicht, ob dafür diese Zeiträume ausreichen, auch wenn sie schon relativ lang sind und dass noch in der Gene Extent weiter beobachtet werden würde. Die sollte die Chance bekommen würden, wenn das so wäre, dort zu wechseln. Ob es dann in der Gene Extent tatsächlich nochmal wieder ein Medikament ist, glaube ich, im Moment auch offen. Hängt von den Daten ab. Ich möchte den Punkt nochmal betonen. Ich glaube, dass man ausgesprochen viel lernen kann durch das Absetzen des Medikaments. Nicht? In beiderlei Hinsicht. Es könnte ja auch sein, dass man sich darüber im Klaren wird, dass nach Absetzen des Medikamentes wieder Kräfte ins Spiel kommen, die vorher durch das Medikament beeinflusst worden sind. Das müssten wir über einen längeren Zeitraum beobachten. Und ich kann mich nur dem Appell von Carsten anschließen, dass es aus meiner Sicht sehr wichtig ist, dass weiter diese Beobachtung auch über einen längeren Zeitraum erhoben wird. Ob die Frage, ob wieder eine Dosierung begonnen werden kann, glaube ich, hängt ganz entscheidend von der Analyse ab, die jetzt in den nächsten Monaten stattfindet. Und wenn der Eindruck sich verfestigt und die Daten unterstützen, dass eine geringere Dosierung erlauben würde, dass günstige Wirkungen nicht überdeckt werden von Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Vergrößerung des Nervenwasserraums und anderen Problemen, dann könnte das, ich betone den Konjunktiv, könnte das, wenn die Daten das erlauben, ein Weg voran sein. Und das ist aber aus meiner Beurteilung nach zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch von keinem zu beantworten, diese Frage. Dazu ist weitere Analyse notwendig und die Auswertung aller Daten. Gut. Jetzt, Carsten. Es ist natürlich, geht es weiter und willst du nochmal darstellen, was denn konzeptuell die Ansatzpunkte sind? Gerne. Also das soll wieder eine Zelle sein und in der Zelle habe ich die DNA. Ich habe nicht nur eine DNA, sondern ich habe in jeder Zelle 46 Chromosomen von Vater und von Mutter jeweils 23 und auf diesem Chromosom 4 Elternteil habe ich jetzt eben diese CAG-Verlängerung, die dort angedeutet ist in Rot mit diesem Schlüssel, an dem wir da arbeiten wollen. Und jetzt gibt es eben verschiedene prinzipielle Ansätze, wie man dieses Protein, was dann hinterher auch verlängert entsteht, unterdrücken kann. Das eine sind Ansätze an der DNA und das andere Ansätze an der RNA. RNA bildet sich immer, wenn das Protein gebraucht wird und auf der DNA sind alle Gene, die ich als Mensch habe und in jeder Zelle ist der gesamte Bauplan, die gesamte DNA von allen Proteinen der Zelle da, aber ich brauche nicht in allen Zellen jedes Protein. Ich möchte im Gehirn keinen Fußnagel haben, das wird nicht abgelesen. Aber das Huntingtin-Protein wird dort öfter abgelesen. Da entsteht dann eben die mRNA, wenn es abgelesen wird. Und die Medikamente, die an der mRNA ansetzen, sind die Antisense-Oligonukleotide, diese ASO, die dort oben dargestellt sind. Und da haben wir jetzt eben zwei, sowohl den von früher Ionis, jetzt Roche, als nicht allelselektiv, der eben das von Kunden und von Elternteil unterdrückt und eben den von Wave, der allelselektiv wirkt und wirken soll und eben nur das Verlängerte unterdrücken soll. Als wesentlichste Ansätze, dann haben wir die sogenannten Small Molecules, kleine Moleküle also, die auch die RNA beeinflussen, ein Splicing, eine Veränderung der RNA zwischendurch ansetzen und die unterdrücken.
Da gibt es drei Firmen im Wesentlichen, ETC, Skyhawk und Novartis. Novartis kündigt an, dass sie demnächst eine erste Studie zur Verträglichkeit machen wollen. Das ist natürlich extrem interessant. Also ein Medikament, was ich oral als Tablette oder als Saft einnehme und was dann eben das Huntingtin-Protein beeinflussen soll. Natürlich auch um Nebenwirkungen auch im ganzen Körper gehen müssen und solche Sachen. Aber prinzipiell natürlich eben ohne Lumbalfunktion sehr interessant. Und als weiteren Ansatz die Interference-RNA, die iRNA, auch die setzen etwas später ein und blockieren dann durch Regulationsmechanismen die RNA. Das ist vor allen Dingen die Firma uniQure und Voyager, die da zu nennen sind. Und uniQure ja in den USA angefangen hat, ein paar erste Patienten zu behandeln. Hier ist es so, dass diese Medikamente nicht von alleine ins Gehirn gehen, sondern die brauchen ein Transportmittel. Und das ist ein Virus, also wieder ein trojanisches Pferd, ein Virus, in den ich das Medikament reintue und dann den Virus, dieser Virus, das an die Nervenzelle bringt, weil der gerne an Nervenzellen andockt. Das heißt, das ist eine neurochirurgische Operation, wo ein Virus mit dem Medikament ins Gehirn gespritzt wird, also schon invasiver und von daher schwieriger als eine einmalige Behandlung. Das ist eben auch bei anderen Medikamenten so, das ist auch so, bei den DNA, ich glaube, es waren die hauptsächlichen RNA-Medikamente, wenn ich direkt an der DNA ansetze, diese Therapien gibt es beim Menschen noch nicht, die sind auch nicht noch im Labor. Die CRISPR-Cas-Genschere, sehr viel in den Medien, prinzipiell sehr interessant, weil sie Gene reparieren soll, dass Huntington, verlängerte Huntington, alle rausschneiden könnte. Prinzipiell natürlich sehr, sehr gut, aber nach meiner Kenntnis, sehe ich das im Moment noch so, dass es sehr viele Off-Target-Effekte hat, noch an falschen Stellen schneidet und noch sehr viel unsicher ist. Wir hatten die Frau Deglon aus der Schweiz bei uns in einem Symposium, die daran forscht, die jetzt ein Kamikaze-System entwickelt hat, mit dem sich das CRISPR-Cas schneidet, irgendwann um nicht unkontrolliert weiterzuschneiden. Ich glaube, da ist noch Forschung notwendig, bevor es zum Patienten kommt, nach meiner Einschätzung. Aber prinzipiell natürlich sehr interessant. Und sehr interessant, wie ich finde, die Zinkfingerproteine, ZFP hier genannt, der Firma Takedo aus Japan, Sagamo zusammen, die DNA hineinlegen und dadurch das Ablesen der RNA verändern, die bis jetzt eine hohe Sensitivität in den ersten präklinischen Daten beschrieben haben und die vielleicht auch ja, nicht ganz ferner Zukunft erste Studien planen. Auch die bräuchten allerdings ein Virus, mit dem das Medikament im Gehirn verteilt wird, weil die auch von sich nicht sich verteilen. DNA-Ansätze vielleicht interessanter sogar, weil es auch Hinweise gibt, dass bei der Huntington-Erkrankung nicht nur das Protein das Problem ist, sondern vielleicht schon die mRNA das Problem ist. Und deshalb vielleicht das nochmal ein grundsätzlicher Behandlungsansatz wäre, wenn ich direkt bei der DNA anfange. Als ein Ansatz, der jetzt gezeigt ist, ist diese somatische Expansion, dass es eben noch eine Verlängerung innerhalb des Gens gibt. Ah, da kommt ein weiter sogar. Ja, genau, das ist hier, das ist jedes Mal, fangen wir anders an. Bis jetzt hat man immer gedacht, dass die DNA sich in Zellen, die sich nicht teilen, nicht wesentlich verändert. Gewebe, wo sie sich eigentlich erstmal nicht teilt, sich nicht wesentlich verändert. Und das hat man in den letzten Jahren, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, gelernt, dass es jedes Mal, wenn die DNA abgelesen wird, Reparaturmechanismen gibt und dass dabei Fehler entstehen können beim Ablesen und dass die repariert werden. Und dass es dabei solche Loops, solche Schleifen gibt, die mehr repariert werden können und zu Veränderungen, Verkürzungen, aber vor allen Dingen auch Verlängerungen führen kann und sich diese Schleifen dann eingebaut werden und sich dadurch gerade bei diesen Repeat-Erkrankungen wie Huntington tatsächlich eine Verlängerung des Gens ergeben kann. Dass man im Blut, wo wir den Gentest ja machen, den Ausgangswert hat, der sich nicht wesentlich verändert, das Gleiche, man muss also keinen neuen Test machen. Aber im Gehirn, wo das eben öfter abgelesen wird, das Gen, es zu Verlängerungen kommen kann, die massiv sein können. Und es dort auf einmal ja, 120, 150 oder sogar mehrere hundert dieser Repeats geben kann, je älter ich werde, je häufiger das Gen abgelesen wird. Also je länger das Gen ist,
umso mehr scheint das uns, je älter ich bin, umso wesentlicher scheint der Effekt zu sein. Wir haben eine Arbeit mit Harvard, mit der Frau Wheeler zusammen gemacht vor kurzem, wo wir Veränderungen nicht nur im Gehirn, sondern auch in anderen Geweben gemessen haben. Man sieht eben sehr eindrücklich, ja, ein Muster, was dort so als Grafik dargestellt ist. Das sind alles verschiedene Gehirnareale, die dargestellt sind, eben tatsächlich mit Leuten, die sich bereit erklärt haben, nach dem Tode untersucht zu werden, was da ohne die Möglichkeit diese Untersuchung nicht hätte geben können, also sehr, sehr wertvoll. Aber auch teilweise im Lebergewebe oder in anderen Gewebe diese Veränderungen da sind. Im Blut sehr wenig, deshalb verändert sich das im Blut sehr wenig. Also ein sehr relevanter Mechanismus, der teilweise auch mit den Antisens und diesen Medikamenten auch mit abgegriffen wird und auch behandelt wird, aber eben auch nur teilweise. Glaube ich, Bernhard, hast du was zu ergänzen da als wesentlichen? Wichtig ist, dass das, was sich vielleicht ziemlich theoretisch anhört, ne, und sehr nach Grundlagenforschung, eine sehr erfreulicherweise relativ bald schon sich hat umsetzen lassen in Therapie- und Behandlungsansätze. Man hat es zunehmend besser verstanden, welcher Teil der DNA-Reparaturmaschinerie, das sind viele Eiweiße zusammen, besonders kritisch sind für diese weitere Verlängerung oder in unserer Sprache somatische Instabilität in verschiedenen Geweben. Und das eben nicht gleich, wie Carsten ausgeführt hat, sondern in bestimmten Geweben, vor allen Dingen im Gehirn und dort in bestimmten Regionen, ist unsere Auffassung zumindest, sehr ausgeprägt ist. Nun hat man Untersuchungen gemacht, die zeigen, dass bestimmte Anteile der DNA-Reparaturmaschinerie sich beeinflussen lassen und gar nicht stark verändert werden müssen, abgesenkt um weniger als 50%, um schon diese eine Ausdehnung oder zunehmende Verlängerung von CRG-Wiederholungen zu weitgehend zum Stoppen zu bringen. Und diese Einsichten sind im Wesentlichen erwachsen aus sogenannten Genome-Wide Association Studien, wo erkannt wurde, dass diese DNA-Reparatur-Enzymgene wichtig sind für den Erkrankungsbeginn. Das ist 2015 zum ersten Mal veröffentlicht worden und 2016 beginnt jetzt bereits eine erste Studie, die versucht, aus diesem Mechanismus therapeutische Behandlungskonsequenzen zu ziehen. Also sehr fix, und das finde ich, sollte uns Mut geben, dass die Entwicklung hier relativ zügig läuft und wir also auch hoffen dürfen, dass in den nächsten 3 Jahren wie diese Ansätze, die versuchen, an der Mutation selber anzusetzen oder noch genauer die weitere Verlängerung der Mutation im Körper günstig zu beeinflussen, in die klinische Erprobung kommen werden. Das ist schon ziemlich wichtig. Also was Carsten dargestellt hat, ist die theoretische Grundlage dafür, für etwas, was in den nächsten Jahren ein Angebot sein wird an Menschen, die die Huntington-Erkrankung haben. Besonders wichtige Frage in diesem Zusammenhang allerdings: Wann sollte man idealerweise so eine Behandlung beginnen? Und hier liegt auf der Hand, dass besonders früh besonders wirksam zu sein verspricht. Und das bringt eigene Schwierigkeiten mit sich, die man sich leicht vorstellen kann. Denn wie will man Wirksamkeit nachweisen, wenn wenig da ist, zu messen? Da vielleicht nochmal ergänzend dazu. Ganz, ganz wesentlich, was du sagst, große Datenbanken, also die Registry und die Enroll-Studie, wesentlich dir zu verdanken, wesentliche Beiträge dazu gemacht, um genau diese Gene zu identifizieren. Ja. Mhm. Deshalb die Enroll da für solche Grundlagensachen eben sehr wichtig. Carsten, willst du vielleicht nur, also wir haben jetzt etwas übersprungen hier, Banaplam, willst du ein paar Worte dazu sagen, weil das ja eine Sache ist,
die auch in Deutschland noch in diesem Jahr, wie es aussieht, in allerdings einer sehr kleinen Studie zur Dosisbindung vermutlich beginnen wird. Ja, gerne. Also eines dieser kleinen Moleküle, Branaplam, hat schon einen Namen, so hier der Firma Novartis. Wie gesagt, es gibt auch noch andere. Und das Besondere ist, dass es dieses Medikament initial entwickelt wurde für die Kinder mit der spinalen Muskelatrophie, da wo auch eben Ionis und Roche auch einen Antisens entwickelt hat, aber ist eben hier dieses kleine Molekül entwickelt worden, um die Gene praktisch zu verändern. Und man hat dann festgestellt, dass es eben nicht nur bei der spinalen Muskelatrophie, den SMA-Kindern potenziell hilfreich sein könnte, sondern auch Einfluss hat auf das Huntington-Gen. Ist jetzt eben dabei, das bei Huntington zu untersuchen. Hier, da plant man eigentlich sogar schon diese noch mit einer ersten Phase 1-2-Studie anzufangen. Ich glaube, das darf man sagen. Diese Daten hier kommen aber nicht von Huntington-Patienten, sondern eben von diesen Daten aus, von den Kindern mit der spinalen Muskelatrophie. Und das, was man in den oberen beiden Kurven sieht, die untere ist eine andere Darstellung, sieht man, dass mit verschiedenen Dosierungen man eben des Huntington-Proteins bei diesen Kindern hat, wenn man, da hat man erst nachträglich nochmal nachgeguckt, dass man eben auch dann eine Veränderung hat, die so ungefähr so zwischen 25% und 50% liegt. Das heißt eigentlich auch der Bereich, in dem man in etwa möchte, um das zu unterdrücken. Und das besonders Attraktive an dem Medikament ist, dass es eben als eine Art Saft eingenommen wird, und keine neurochirurgische Operation. Das, was wir sicherlich sehen müssen, ist, wenn es eben eingenommen wird und erstmal durch den ganzen durch die Leber geht und so, ob es vielleicht ganz andere Nebenwirkungen hat, ob es verträglich ist. Deshalb ist das eben jetzt auch erstmal mit verschiedenen Dosierungen eine Phase 1-2-Studie, wo es erstmal um Verträglichkeit, um Wirkung geht. Aber es scheint einen Einfluss auf das Huntington-Protein zu haben und somit auch potenziell eine Behandlungsmöglichkeit für Huntington darzustellen. Auch da gibt es einen schönen Beitrag. Wirkt so, dass es ein Pseudo-Exon macht im Gen und dadurch, dass der Stopp induziert wird. Ich glaube, das ist komplex. Ja, aber das ist, kann man ja noch in anderen Online-Seminaren ein bisschen ausführlicher darstellen, wenn dann die Studie tatsächlich beginnt. Nicht? Jetzt vielleicht noch einmal eine ganz kurz, eine, Carsten, eine, was in anderer Form nochmal zusammengefasst, was du vorhin schon dargestellt hast. Ja, es soll eine Übersicht sein, eine Übersicht, was eben möglich ist. Auf der linken Seite sehen wir eben diese CRISPR-Cas, die Genschere im Tierversuch, was man, wo man da sicherlich im Moment noch forschen muss, glaube ich, meiner Ansicht nach. Das Zinkfingerprotein, über das wir gesprochen haben, was allelselektiv ist, als DNA-Ansätze und als RNA-Ansätze, die Interference-RNA-Molecules und die Antisense-Oligonukleotide und die somatische Instabilität, auch das ist ein Antisense, der dann eben auf diese Enzyme wirken, die diese Reparaturallele wirkt praktisch. Und darunter noch etwas, was wir schon kennen, die Pridopidin. Studie, das Pridopidin, was wir kennen, auch aus vorherigen Studien, ein Medikament, was nicht direkt an den Genen ansetzt, sondern eher so wie die Studien, die auch vorher gemacht worden sind, eben hinten an Mitochondrien, an dem endoplasmatischen Reticulum, an dem Sigma-1-Rezeptor wirken soll, also den Abbau, des, den Abbau und die Verträglichkeit des Proteins, sagen wir mal, für die Zelle stabilisieren. Was auch untersucht wird, nehmen natürlich diese Ansätze weiter. Und dann eben bei Menschen, wie weit wir dort sind, die DNA-Ansätze noch nicht so weit, vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft die Zinkfingerproteine, die Interferenz-RNA, die jetzt eben von Unicure am 30.06.2020 die ersten Patienten untersucht worden sind. Da gibt es ein paar erste Daten, auch dabei HD-Bus, ein paar Daten, die zeigen, dass da erstmal eine gewisse Verträglichkeit ist. Das würde ich erstmal, ja, dabei glaube ich, erstmal müssen wir abwarten, was ist. Sie werden, glaube ich, sehr lange beobachtet erstmal. Born Molecules, Novartis, die sich ankündigen für dieses Jahr. Und dann die Antisense, wo wir die beiden, die
von Roche den nicht-allelselektiven haben, der eben gestoppt ist, jetzt die Open Label zur Beobachtung weiter. Die beiden SNPs 1 und 2 von Wave haben, die auch gestoppt worden sind wegen fehlender Wirksamkeit, aber dritte SNP jetzt demnächst rekrutiert. Und also schon in den nächsten Wochen wahrscheinlich. Auch da wird es um die Verträglichkeit wesentlich auch nochmal wieder gehen. Und auch für die somatische Expansion eben von der Firma Triple Therapeutics, die daran arbeiten, auch eine erste Phase 1-2 Studie in Vorbereitung ist. Die Proof-Studie mit dem Predopedin, was eine sehr gute Verträglichkeit zeigt, glaube ich, auch derzeit rekrutiert und angefangen hat, sodass da eben auch derzeit mehrere Studien laufen, weil wir jetzt in nächster Zukunft anfangen, die verschiedenen Mechanismen bedienen. Vielleicht noch einmal zu betonen, Predopedin wirkt jetzt anders, aber das ist nicht minder, aus meiner Perspektive jedenfalls, nicht minder wichtig und interessant. Hier geht es nicht darum, primär die Nachbildung von veränderten Huntington-Genprodukten zu ändern, sondern dafür zu sorgen, die Zelle in einen Zustand zu versetzen, besser mit den veränderten Genprodukten klarzukommen. Also ich, für meine Begriffe, durchaus komplementär, ne, und da eine gute Verträglichkeit jetzt in mehreren Studien nachgewiesen ist, kommt es jetzt darauf an, über einen längeren Zeitraum zu gucken, ob sich das auswirkt auf den allgemeinen Funktionszustand. Endpunkt der Studie ist TFC, das kennen jetzt mittlerweile nun alle, was damit gemeint ist. Ja, Carsten. Ich glaube, das haben wir besprochen, oder? Ja, das denke ich auch. Basis ganz wichtig und die Clarity als Basis ganz wichtig als Enroll-Unterstudie, um diese Werte wie diese Neurofilament-Werte besser zu verstehen, wo eben auch jeder, der an Enroll teilnimmt, mitmachen kann. Ganz wesentliche Grundlagen. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste dir, ne? Ist es. Der Dank an die Studienteilnehmer, ja. So traurig das jetzt ist, diese Nachrichten, wir haben uns, glaube ich, alle was anderes erhofft. So sehr hoffe ich, dass geworden ist, dass es eben Widersprüche gibt in den Befunden und dass es durchaus Hoffnung gibt, dass diese Widersprüche eben, dass wir daraus lernen und dass wir eben aus diesen auch schlechten oder negativen Ergebnissen, die wir jetzt haben, man Schlüsse zieht und ich immer noch sehr guten Mutes bin, dass wir dort irgendwann auf dem richtigen Weg sind und auch diese Ansätze zu einer Sinnhaftigkeit führen. Und wichtig ist, dass man nicht nachlässt, alle, vor allen Dingen aber auch die Huntington-Familien, beim Schieben zu helfen, auch wenn das Terrain nicht so günstig ist, wie es jetzt im Augenblick sich darstellt. Das wäre also die sehr herzliche Bitte. Das kam beim letzten Mal schon, es hat mir sehr gefallen. Es kommt nicht darauf an, wie tief man fällt, sondern wie hoch man zurückfedert. Und das ist... Gut, ich weiß nicht, ob es nicht darauf ankommt, wie tief man fällt. Aber nee, zurückfedern ist wichtig. Das ist die Botschaft. Gut. Also wir müssen alle nochmal abschütteln und nochmal neu anlocken. Ja. Also, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen. Ich habe inzwischen noch die Kollegin von Roche dazu gebeten, die Frau Dr. Reutz und die Frau Dr. Kolar. Einen von beiden sehe ich zumindest schon. Und ich will Hallo und vielen lieben Dank für die Einladung, Michaela. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Also auch nochmal von mir zu den Ergänzungen zu diesem Bild. Also vor ein paar Wochen war das ja wirklich so ein Schockzustand, als die Studie unerwartet mit dieser Pressemeldung, dieser Studie nicht, aber die Medikamentengabe zum Ende kam, so plötzlich, wo keiner, ich mir nicht dran gedacht hatte, viele andere auch nicht. Inzwischen ein paar Wochen später bin ich gefestigt. Auch die Daten, die wir jetzt gesehen haben, führen dazu, es besser zu verstehen. Ich bin froh, dass die Gemeinschaft da ist, dass wir uns so gegenseitig schützen können, dass Roche unterstützt hat, die Daten offen zu legen in der Kürze der Zeit, auch bereitzustellen und auch heute hier mit dabei sein will.
Auch das freut mich sehr und ich kann auch nur anbieten und auch alle motivieren, zur deutschhandigen Hilfe zu kommen, wenn da Fragen sind, Unklarheiten sind. Wir sind alle für die Familien auch da. Ich würde gerne, bevor wir in die Fragen-Antworten-Runde steigen, Dankeschön, super. Hallo Frau Kohler, Sie sind noch stumm. Einmal ganz vielen Dank für diese Daten. Ich habe nochmal eine praktische Frage. Also hier sind ja einige, sind ja auch Studienteilnehmer dabei heute in der Runde, aber auch andere Außenstehende. Wie geht es jetzt denn konkret und praktisch weiter für die Menschen, die motiviert werden, weiter in den Untersuchungen weiterzumachen? Wie sieht das denn praktisch aus? Was kommt in den nächsten Monaten auf Sie zu? Wie freiwillig, unfreiwillig können die entscheiden? Und wer erfährt dann auch zum Beispiel, in welchem Arm er gewesen ist? Wie geht es für die Studienteilnehmer weiter, würde ich gerne erfahren. Also in den Studien ist es so, dass die jetzt mit dem reduzierten Besuchsanzahl eigentlich weitergeführt werden, zumindest die Generation 81. Da ist es so, dass die meisten Patienten ab Juni eigentlich die Studie regulär beenden würden, zwischen Juni und Oktober. Und dann gibt es noch einige, die dann später ab Februar nächsten Jahres fertig werden würden. In diesem Zeitraum eben, wie gesagt wurde, werden die Patienten weiter beobachtet ohne Studienmedikationsgabe. So einfach weniger Anzahl an Besuchen. Also die Besuche sind nicht so häufig wie vorher. Und die Studie wird dann sehr wahrscheinlich für diese Patienten beendet werden. Für die Open-Label-Extension-Studie, also die Patienten, die dort weiter sind, da geht die Studie im Moment weiter. Es werden weniger Lumbalpunktionen durchgeführt und man wartet eben auf die Auswertung weiterer Daten, um dann genau zu entscheiden, wie es mit der Open-Label-Extension-Studie weitergeht. Da können wir im Moment noch nichts Genaues zu sagen. Zu der Entblindung, glaube ich, muss man sagen, auch das ist eine Frage im Forum, dass man erst, wenn alle jetzt durch sind, und da werden die letzten, glaube ich, sind noch teilweise bis März 2022, glaube ich, sind so die letzten Visiten. Genau, glaube ich, erst dann kann eine Entbindung stattfinden und werden natürlich die Teilnehmer informiert oder können auch dann natürlich erfahren, in welche dieser Gruppen sie waren. Aber so, glaube ich, wird es noch dauern. Ja, es ist einfach wichtig, wenn jemand erfährt, in welcher Gruppe er ist, also der Patient oder auch der Studienarzt des Patienten, dann sind eigentlich die weiteren Daten nicht mehr für die Auswertung verwendbar, weil man einfach durch das Wissen, in welchem Behandlungsarm man ist, da einfach dann vielleicht Sachen anders bewertet, als wenn man es nicht gewusst hätte. Also da kann ich auch auf den Professor Landwehrmeier nochmal referenzieren. Das haben Sie ja vorher schön gesagt in Ihrem Vortrag, dass es jetzt im Moment einfach ganz wichtig ist, so praktisch weiterzumachen wie vorher, nur eben ohne Gabe von Studienmedikationen, weil wir auch da uns einfach erhoffen, aus dem Datensatz umfassendere Learnings dann einfach vorzunehmen, also mehr daraus lernen zu können, umfassenderes Bild zu bekommen. Vielleicht darf ich noch ergänzen, dass es uns sehr wichtig ist, den Studienteilnehmern auch anzubieten, wenn gewünscht, häufiger, als es das Studienprotokoll vorsieht, bei uns in Person zu erscheinen, einfach um im Gespräch zu bleiben. Das ist jetzt nicht vom Protokoll so erfordert, das ist also auch kein Muss, aber ich finde, es ist eine Möglichkeit, zu besprechen, wie die Situation ist, wie man klarkommt, und wir lernen ja, wie auch die Veranstaltung heute zeigt, scheibchenweise mehr. Und da im Gespräch bleiben zu können, ist wichtig. Wie das jetzt im Einzelfall aussieht, da gibt es sicher, das hängt von vielen Faktoren ab, wie beschwerlich die Anreise ist, wie weit das ist, etc., etc. Aber ich finde das gut, wenn wenn man im Gespräch bleibt. Das muss nicht in Person sein, das kann auch per Telefon oder heutzutage, das ist einer der wenigen Vorteile der ganzen Corona-Pandemie, die Vertrautheit mit Videotelefonie, auch bei Menschen, die das vorher jetzt nicht so häufig benutzt haben. Und das ist eine Möglichkeit, im Austausch zu bleiben. Und das ist, glaube ich, wichtig jetzt. Also vielleicht auch von mir dann nochmal die Ergänzung, dass es natürlich immer im Einzelfall ein Gespräch zwischen den Studienteilnehmern und Ihnen als Prüfärzten was zu führen ist, um das einfach bestmöglich im Sinne der Patienten zu klären. Vielleicht ist auch an dieser Stelle von unserer Seite nochmal den ganz herzlichen Dank, also auch im Namen unserer Firma Roche,
sowohl an Ionis, aber in erster Linie eben an alle Studienteilnehmer und deren Familie und auch an Sie, also an alle Prüfärzte und an die Studienzentren, also an alle, die da einfach mitgeholfen haben, diese Studie zu stemmen. Wir wissen, dass das großes Werk ist und ich denke, es geht ja auch noch weiter. Wir haben noch ein bisschen Wegstrecke vor uns. Ja, und auch von unserer Seite nochmal, wir können hier einfach nur bestätigen und versichern, dass die Ergebnisse für uns alle wahnsinnig enttäuschend sind. Und nichtsdestotrotz, wir werden daraus lernen können und ich denke, es wird einfach weitergehen. Gut, ich meine, ich finde, es ist sehr wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass jetzt eine bestimmte Hypothese, die wir untersucht haben, 120 Milligramm alle 8 Wochen, alle 16 Wochen gegeben, sich als nicht hilfreich für den klinischen Zustand, nicht verbessernd für den klinischen Zustand der Leute herausgestellt hat. Mehr wissen wir im Augenblick nicht. Also das heißt weder, und das ist natürlich auch sehr wichtig für andere Studien, die laufen jetzt, das heißt weder, dass wir Klarheit haben, ob aus prinzipiellen Gründen ein sogenannter nicht-allelselektiver Ansatz, wo beide Sorten, Wildtyp und ein anderes, abgesenkt werden, schlechter oder besser ist. Schade, dass WAVE nicht mehr Erfolg gehabt hat, das mutante Huntington zu beeinflussen, dann wären wir da ein bisschen klüger jetzt in dieser Hinsicht. Aber im Augenblick, so wie es ist, deswegen haben wir auch beides nochmal dargestellt, wissen wir das nicht. Das ist deswegen wichtig, weil zum Beispiel alle gentherapeutischen Ansätze, wo Genfähren benutzt werden, also Viren, nicht? Mit der Ausnahme des Takeda-Programms mit dem Zinkfinger, nicht allelselektiv. Ja? Und im Unterschied zu der Gabe von Antisense-Oligonukleotiden oder von kleinen Molekülen wie Branaplam, die jetzt geprüft werden, ist das einmal drin, ist es eben drin und kein Mensch kann das wieder herausnehmen. Deswegen ist es schon sehr wichtig, sich klar zu sein, dass auf manche sehr wichtigen Fragen es im Augenblick keine Antworten gibt, auch nicht nach dieser Studie. Also es ist einfach Teil der Realität, dass wir nicht alles wissen, was uns wichtig wäre zu wissen im Augenblick. Das bedeutet aber umgekehrt auch, dass man jetzt nicht vor der Zeit die Flinte ins Korn werfen sollte, sondern ganz nüchtern und konzentriert alle verfügbaren Daten analysieren müsste, um zu einem vernünftigen Schluss zu kommen. Gibt es einen begründeten, datengestützten Ansatz für zum Beispiel einen neuen Versuch mit anderen Dosierungen? Ich möchte auch noch was ergänzen, was wir auch gelernt haben. Ich glaube, da kann man richtig stolz drauf sein, ist, dass wir so eine Phase-3-Studie international in der Größe hinbekommen haben. Das ist eine Laufzeit in Deutschland. Ich glaube, 8 bis 10 Zentren waren da, 100 Teilnehmer weltweit, 800 Teilnehmer ungefähr waren es. Und dass wir sehr professionell gemacht haben, jetzt die Ausarbeitung auch sehr professionell angehen. Und wir wissen, mehr ist noch im Kommen. Und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass die Gemeinschaft es stemmen wird. Ich würde gerne mal auf die Fragen eingehen. Da gibt es ganz viele im Chat. Ich weiß nicht, Carsten oder Landwehrmeier, würden Sie da einsteigen wollen? Es gab einige zu den ersten Folien nochmal. Ich weiß nicht genau, welche zu welcher Folie gehörte. Aber ihr könnt ihr da mal bitte einsteigen. Also, bitte auch die Fragen, aber ich weiß nicht, welche Reihenfolge ihr sie machen wollt. Gerne bitte auch die Frage erst formulieren, weil die sehen die Teilnehmer anderen sonst nicht. Mhm. Also ich glaube, zu den ersten Tagen kann ich was sagen. Es wird zu einem Ethyl-EPA, von dem habe ich lange gefragt, dass es da Meta-Analysen gab, die dann doch zeigten auf eine Wirksamkeit. Ich glaube, das ist ja eine ältere Diskussion, dass es auch in kleineren Studien, auch mit Kreatin, Veränderungen im FMRT gab oder in kleineren Studien auch durchaus Hinweise gab, dass es hilfreich sein konnte, all diese verschiedenen Ansätze. Aber leider, glaube ich, sind ja die tatsächlich Endpunkte in den Studien letztlich dann tatsächlich nicht gewesen oder eben doch nur in der Meta-Analyse. Deshalb, glaube ich, ist eben die schlichte Zusammenfassung, dass es leider, wäre schön, wenn es anders wäre, leider eben da keine eindeutige Wirksamkeit gibt.
Und vielleicht die, wenn ich dazu ergänzen darf, die generellere Frage, ob eine bestimmte Nahrungsergänzungsmittel oder eine Änderung der Ernährung, zum Beispiel mehr Fett oder dergleichen, nicht? Ethyl-EPA ist ja Fett, oder ist eine wesentliche Komponente dabei, ist im Augenblick ganz offen. Es gibt da viele Forschungsbemühungen darum. Und das ist sehr wichtig, dass diese vorangetrieben werden, aber im Augenblick, aus meiner Sichtung der Literatur, haben wir da keine eindeutigen Antworten. Okay, danke dafür. Meta-Analysen sind ja aber eben nicht die eigentliche. Okay, danke. Gut. Dann hat der Herr Wichlange zu Recht darauf hingewiesen, dass auf zwei Punkte, ich glaube, es bezieht sich auf die Folie aus der Phase-1-Studie, wo Absenkung von mutantem Huntingtin abgebildet war bei 90 und 120 Milligramm. Das zeigt im Wesentlichen keinen Unterschied. Das ist völlig richtig, dass es da keinen substanziellen Unterschied gab. Das ist auch meine Interpretation der Daten. Dann hat Herwig völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass der TFC bei Patienten, die 120 Milligramm Tominersin alle 8 Wochen bekommen haben, sich verschlechtert hat. Und das sieht auch ziemlich deutlich aus. Bei den anderen Endpunkten ist das vielleicht weniger ausgeprägt, aber die Tendenz, das ist für mich das Entscheidende, von allen Auswertungen zeigt es in verschiedenen Ausprägungsgrad der Klarheit, dass die Dosierungsgruppe, Behandlungsgruppe, die Tominersin 120 Milligramm alle 8 Wochen bekommen hat, in Bezug auf viele Parameter am ungünstigsten gefahren hat. Was mir wichtig ist, ist, dass man betont, dass wir im Augenblick noch keine Kontextualisierung haben des Verhaltens der Placebo-Gruppe zu natürlichem Verlauf. Wir können also nicht mit Sicherheit, bevor das nicht gemacht worden ist, sagen, ob sich im Vergleich zum Unbehandelten außerhalb von der Studie Verlauf sich Unterschiede ergeben, also eine reale Verschlechterung da ist insgesamt oder ob sich nur kein Vorteil gegenüber Placebo zeigt. Das ist zwar auch nicht gut, weil jede Studie so angelegt sein muss, dass es einen Kontrast, einen Unterschied zwischen der Placebo-Gruppe und der Behandlungsgruppe gibt, um mit Sicherheit davon ausgehen zu dürfen, dass eine Behandlung günstig ist. Aber es ist ein großer Unterschied, finde ich, ob man auch im Vergleich zu einem Verlauf außerhalb einer Teilnahme an einer Behandlungsstudie Unterschiede findet, ja oder nein. Das steht noch aus. Es wurde dann gefragt, ob die Teilnehmer erfahren, ob das der Nervenwasseraufstau bei ihnen, wie groß der ist. Da würde ich sagen, ja, es gibt in dieser Studie 2 Auswertungen. Es wird einmal lokal vor Ort das Kernspin angeschaut, dort, wo es durchgeführt wird, und einmal zentral. Und beide bewerten das auch, ob es Hinweise gibt auf solch einen Hydrocephalus, auf seinen Nervenaufstau, weil das dann auch als eine Nebenwirkung aufgeführt wird. Also diejenigen Patienten, bei denen man das tatsächlich vermutet, dass das so etwas ist, weil man dann auch mit Medikamentengabe aufhört und das eben auch mit ihnen zusammen bespricht. Und es wird gefragt, ob die Studien weitergemacht werden, die Termine. Das hatten wir eben, glaube ich, schon kurz gesagt, bei der Generation HD1-Studie ist es so, dass die meisten Teilnehmer jetzt eine End-of-Treatment haben, eine Visite gehabt haben und eigentlich dann beim Abschluss nochmal kommen sollen, viele Visiten dazwischen wegfallen, wo aber natürlich freiwillig ein Kontakt erfolgen kann, nochmal ist. Also da ist die Anzahl der Visiten reduziert. Bei der Gene Extend, bei der offenen Studie ist es so, wenn es genauso weitergeht mit den genau gleichen Visiten,
auch mit Telefonkontakten, nur eben ohne Medikamentengabe. Da ist aber geplant ein Amendment, eine Veränderung, dass es wahrscheinlich in Zukunft dann nur noch alle 16 Wochen eine Visite gibt, wenn ich das richtig schon so zusammenfassen darf. Ja. Und auch da die Frage, glaube ich, wie ist es denn, wenn jemand nur mitmachen möchte, wenn er weiß, in welcher Gruppe er war? Da, glaube ich, muss man generell an, dass das geht leider nicht, dass man es erst am Ende ist, es sei denn, es sind schwere Nebenwirkungen, dass man dann entbinden kann, aber sonst eben die Entbindung eben, wie eben schon gesagt, später erst ist. Aber natürlich die Teilnahme und auch diese Verfolgung, auch diese jetzt, dass man jetzt noch immer freiwillig ist, natürlich. Also, dass man jetzt auch noch sich weiter untersuchen lässt und noch weiter auch Nervenwasseruntersuchungen macht und Kernspins macht und so weiter, ohne dass man jetzt die Chance hat, überhaupt das Medikament zu bekommen, ist natürlich freiwillig, absolut klar. Und es gibt auch Leute, die jetzt aufgehört haben und gesagt haben, nee, dann ist mir das oder dann möchte ich jetzt auch nicht mehr. Ja, zum Glück, zumindest bei uns, glaube ich, ist es die absolute Mehrheit, also fast niemand, ja, aber was mich sehr freut, aber natürlich ist das absolut verständlich, wenn jetzt jemand sagt, nein, ich möchte nicht mehr, und natürlich ist es absolut freiwillig. Gut. Dann da hatte Herwig noch einmal nachgefragt oder betont, dass die inneren Hirnkammern sich bei den Patienten, die 120 Milligramm Tominersen alle 8 Wochen bekommen haben, stärker ausgeweitet haben als bei Patienten unter Placebo, ganz eindeutig, und auch stärker als die, die es nur alle 16 Wochen haben. Das ist völlig richtig. Die Frage ist, woher kommt das ganz genau und was reflektiert das? Das ist noch offen aus meiner Sicht der Dinge. Ein Gedanke, der jetzt sehr intensiv exploriert wird, ist, ob es sein könnte, dass an den Stellen, wo das Nervenwasser in die Venen hinein wieder sich bewegt, resorbiert wird und wo natürlich auch die höchste Konzentration aller Substanzen, die im Nervenwasser drin sind, erreicht wird. Also an den Nervenwurzeln, wo sie herausziehen aus dem Nervenwasserraum in dieser Gegend, ob es dort bei sehr hohen Konzentrationen von den Antisense-Oligonukleotiden außerhalb des Nervenwasserraums zu einer sterilen Entzündungsreaktion kommt. Das ist ja ein Fremdkörper, das ist denkbar. Und das würde dann zur Folge haben, dass das Gleichgewicht zwischen Ausfluss von Nervenwasser und Nachbildung von Nervenwasser durcheinander kommt. Mit dem Ergebnis, dass sich mehr anstaut. Das ist etwas, was sehr intensiv untersucht wird und wo es auch entsprechende Untersuchungsmethoden gibt. Es sollte sich auch reflektieren darin, dass zum Beispiel das Albumin, ein bestimmtes Eiweiß im Nervenwasser, besonders erhöht, in Abhängigkeit davon, das wird genau angeguckt, aber im Augenblick sind noch nicht von allen Nervenwassern, die abgenommen worden sind, dieser Wert Albumin und das Verhältnis zum Albumin im Blut genau bestimmt worden. Das wird also in den nächsten paar Monaten, denke ich, klarer beantwortet werden, was der Mechanismus dazu ist. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sehr genau zu verstehen, weil das für die gesamten Antisense-Oligonukleotid-Behandlungen von Bedeutung und von Wichtigkeit. Gut. Also eine Schrumpfung des Gehirns ist in allen drei Gruppen gleich. Da bin ich nicht so ganz sicher, dass ich da einig bin. Erstmal sah man, das ist, glaube ich, sehr vorläufig insgesamt. Wenn man das Gesamthirn anguckt, dass sich interessanterweise die 16 Milligramm Gruppe, was das Gesamthirn angeht, nominell, also was den Mittelwert selber angeht, am günstigsten verhalten. Allerdings gilt das nur für das Gesamthirn. Und es ist so, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt, hier ist ausgewertet und dargestellt worden, eine ganz bestimmte Methode, die MR-Bilder auszuwerten, nennt sich Border Shift Integral Methode.
Und das ist nicht für alle Hirnregionen die geeignete Methode. Es gibt noch andere Methoden. Diese Untersuchungen kommen alle noch, sodass ich dazu neigen würde, in Bezug darauf, ist es nun zu einer Zunahme der Atrophierate gekommen, ja oder nein, mich zurückhalten möchte. Im Augenblick, glaube ich, müssen wir da sinnvollerweise auf mehr Daten warten, um diese wichtige Frage dann eindeutig und klar beantworten zu können. Gut, dann habe ich nochmal gefragt, und das ist eine sehr berechtigte Frage, wenn in der Phase 1-Studie, die ja im New England Journal veröffentlicht ist, jetzt kein klarer Unterschied in Bezug auf den Parameter Mutantes Huntingtin und deren Absenkung zwischen 90 Milligramm und 120 Milligramm gesehen wurde. Warum hat man sich dann für 120 Milligramm entschieden? Die Antwort heißt, dass, und das hat der Carsten ja auch schon angedeutet, dass es zusätzliche Überlegungen gab. Die Überlegungen waren vor allen Dingen gespeist aus den Modellrechnungen. Verteilung des Antisense-Oligonukleotide im Gewebe in Abhängigkeit von dem Konzentrationsgradient. Das war auch für mich ein Grund zu denken, dass ein höherer Konzentrationsgradient wichtig ist, um zum Beispiel auch sehr tief und verborgen gelegene, aber für die Huntington-Erkrankung wichtige Hirnabschnitte, wie das sogenannte Putamen, das ist ein Teil vom Striatum, zu erreichen. Jetzt mit diesen Daten ist es das, was wir uns damals überlegt haben, nicht so überzeugend. Und man fragt sich nicht, mit Recht, also ich frage mich auch ganz persönlich, habe ich zu dem Falschen geraten aufgrund dieser Überlegung, die ich jetzt gerade dargestellt habe. Dass mein größtes Bedenken war persönlich, erreichen wir mit einer Gabe am Rücken, mit einer Push-Injektion am Rücken, auch wirklich alle Abschnitte des Gehirns, die wir sinnvollerweise erreichen müssen, um das Gehirn an den richtigen Stellen zu entlasten. Und das war für mich damals ein Grund zu denken, man sollte das so machen. Im Nachhinein hat sich das nicht als kluger Rat erwiesen. Und man fragt sich natürlich auch, ich frage mich jetzt auch, hätte ich dich zum Beispiel stärker dafür plädieren sollen, eine sogenannte Dosisfindungsstudie, Phase-2-Studie durchzuführen? Mir war aber damals klar im Zuge der Diskussion, dass eine sogenannte Dosisfindungsstudie erstens sehr viele Teilnehmer erfordert hätte, ungefähr die gleiche Anzahl, und ziemlich lange gedauert hätte, mindestens 2 Jahre, um zu belastbaren Aussagen zu kommen. Und wenn man sich das klar macht, dann fragt man sich, wäre da alle Leute, die die Huntington-Veränderung in sich tragen, auf einer Zeitbombe sitzen, sind 3 Jahre für diese eine noch nicht konklusive Untersuchung gut investiert oder sollte man alles auf eine Karte setzen? Ich habe auch damals dafür plädiert, alles auf eine Karte zu setzen. Jetzt sind wir klüger und es war nicht die beste Entscheidung. Völlig richtig. Professor Dose, Matthias Dose fragt eine Frage, ob es denn vielleicht überhaupt der ganz falsche Ansatz ist, das Huntingtin zu reduzieren, und wenn die somatische Expansion vielleicht der Hauptmotor, das Hauptproblem ist der Pathologie. Ich glaube, das ist jetzt ja, all diese Daten lernen wir jetzt draus und all diese Daten, glaube ich, haben wir jetzt alle unsere Theorien und hat jeder verschiedene Überlegungen in die eine oder andere Richtung. Man kann jetzt sehr viel spekulieren und wir lernen daraus, das ist gut. Meines Wissens sind die Antisense-Oligonukleotide auch Expansion etwas hilfreich zumindest. Ich meine, Jeff Carroll hat dazu eine Arbeit gemacht, wo er gesehen hat, dass auch diese Antisense, auch eben gerade der Roche-Antisense, auch auf die somatische Expansion teilweise wirkt. Aber wir wissen zum Beispiel, dass er nicht auf Exon 1 wirkt, auch die mRNA-Pathologie nicht tatsächlich erfasst. Also sind wir vielleicht schon einen Schritt zu spät. Das ist, glaube ich, eine wichtige Frage.
aus den Daten bisher, glaube ich, ja durchaus Hinweise gibt, dass es eben doch ein Behandlungsansatz möglich sein müsste aus den auch aus der CS1-Studie. Also, verschiedene Spekulationen, glaube ich. Also ich finde, es ist eine wichtige Frage. Ich glaube, dass uns im Laufe der Zeit bewusster geworden ist, dass somatische Expansion wahrscheinlich ein wichtiger Faktor ist. Aber die Modelle, die wir zurzeit haben, sagen oder sprechen dafür, dass die somatische Expansion wichtig dafür ist, dass eine Schwelle erreicht wird. Also die Sicht auf die Dinge läuft darauf hinaus, dass man sagt, das, was wir kennen als Huntington-Mutation, mehr als 36 CAG-Repeats, biologisch gesehen für das Gehirn eine Art Prämutation darstellt, die erst noch viel größer werden muss. Da gibt es noch Diskussionen, wie groß, wo die Schwelle denn jetzt eigentlich ist. Und da gibt es sehr widersprüchliche Daten dazu, dass diese Schwelle überschritten wird. Aber wenn diese Schwelle überschritten ist, und deswegen, dann wird die Zellschädigung über mehr als einen Mechanismus vermittelt. Das beginnt mit falsch gefalteter, strukturell abnormaler Prä-Messenger-RNA im Zellkern. Es geht über reife Messenger-RNA, die ebenfalls falsch gefaltet wird, weil sie zu viel CAGs hat, im Zytoplasma. Und die überlange Polyglutaminkette in den Huntington-Genprodukten, die wahrscheinlich alle drei eine Rolle spielen, dazu die Zelle zu schädigen. Und das, finde ich, ist am ehesten vereinbar mit den Daten, die wir haben, die der Carsten vorgestellt hat. Das Abschalten, auch wenn die Erkrankung schon da ist, da ist ja gar nichts gemacht worden in Bezug auf somatische Expansion, aber Abschalten der Nachbildung der veränderten Genprodukte im Plural, hat eine entlastende Wirkung im Tier, pathologisch gesehen, wenn man das Gehirngewebe anguckt und was das Verhalten angeht. Deswegen bin ich der Meinung, dass eine Entlastung des Körpers von den veränderten Huntington-Genprodukten wahrscheinlich von Vorteil ist. Der Meinung bin ich nach wie vor. Ob es das Einzige ist, da will ich mich gar nicht festlegen. Ob es auch das Erste ist, da will ich mich auch nicht festlegen. Das kann sehr wohl sein, dass somatische Expansion der Ansatz, der richtige Ansatzpunkt ist ganz, ganz früh. Aber da ist noch viel einfach nicht klar und nicht unbekannt. Und ich würde auch sagen, es ist sehr wichtig jetzt, der Carsten hat ja dargestellt, dass es verschiedene Ansatzpunkte gibt. Die DNA-Moleküle, die RNA-Moleküle, die unterscheiden sich aber, welche Huntington-Genprodukte sie absenken können. Zum Beispiel, die RNA-basierten Moleküle nach meinem Verständnis sind nicht in der Lage, im Zellkern zu wirken. Ja? Das heißt, die sogenannte Prä-Messenger-RNA, die strukturell abnorm ist, im Zellkern wird durch die RNA-Ansätze nicht erreicht. Mein Verständnis ist, dass es sehr gute Evidenz gibt dafür, dass die DNA-Ansätze, also Tominersin zum Beispiel, aber auch andere Antisense-Oligonukleotide, auf die Prä-Messenger-RNA im Zellkern durchaus wirken können, über RNase-H vermittelten Abbau. Es ist also für die Zukunft wichtig, dass man sieht, dass die verschiedenen Ansatzpunkte auch biologisch gesehen durchaus verschiedene Konsequenzen haben. Und die mögen wichtig sein. Die relative Wichtigkeit der verschiedenen Sachen allerdings, das können wir schlecht abschätzen zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Daraufhin haben wir nicht vernünftige Antworten. Da ist es, glaube ich, ja auch jetzt eben so gut, dass wir jetzt verschiedenste Ansätze haben, die wir jetzt parallel in verschiedenen arbeiten können. Auch die Predopedien, die Prüfstudie, da würde ich damit einschließen wollen, so dass, wenn wir dann tatsächlich Hinweise sehen sollten, hoffentlich auf eine Wirkung und vielleicht ja sogar in verschiedenen Ansätzen für die somatische Expansion, für Zellstabilität, Sigma-1-Rezeptor hinterher und für Huntingtin-Lowering, dann wäre eine Kombination möglich, sodass wir dann vielleicht in etwas kommen, wie es bei der HIV-Erkrankung ist, wo auch eine Kombination von Medikamenten jetzt ja tatsächlich diese früher unbehandelbare Erkrankung jetzt gut behandelbar machen.
Genau, dazu passt auch nochmal ein Kommentar. Es ging es um die Unicure-Studie. Auch da habe ich gehört, die soll noch in diesem Jahr nach Deutschland auch kommen. Freut mich auch sehr. Der Ralf Reimann ist da was dabei aufzubereiten für unseren Huntington-Kurier. Und da werden wir auch weiterhin berichten, welche Studien gerade rekrutieren oder was die Erkenntnisse daraus sind. Und das setzt mich auch nach wie vor hoffnungsfroh oder Hoffnung aufrechterhalten. Die Pipeline ist voll. Es gibt viele kluge Köpfe, die sich um Huntington, die Forscher, die da forschen. Und das sind ganz viele Menschen weltweit aktiv. Und die haben jetzt auch durch den Rückschlag, haben sie dennoch die Kraft, die Motivation nicht verloren. Es geht weiter, alle machen weiter. Und das soll auch die Botschaft hier und heute sein. Ja, die letzte Frage bleibt für mich jetzt ungeklärt, ob jetzt diese Ethyl-EPA-Meta-Analyse positiv oder negativ war. Bitte untereinander klären, da kann ich jetzt nicht weiter nochmal verstehen. Aber bitte untereinander austauschen, das überschreitet jetzt auch meine Kompetenz an der Stelle. Okay, weitere Fragen haben wir an dieser Stelle keine. Von daher sage ich erstmal danke in die Runde, danke an die Teilnehmer, dass sie es so lange ausgehalten haben mit uns. Die ersten bedanken sich schon, es war interessant. Wir schicken liebe Grüße zurück, Steffi. Hat uns auch Spaß gemacht. Gibt es noch Kommentare aus der Runde? Sonst würde ich es für heute hiermit beenden. Ich wollte mich auch bedanken und auch im Namen von den ganzen Kollegen und von Roche an alle Studienteilnehmer natürlich und auch die Begleiter und die Familien, die die Studie wirklich super toll unterstützt haben, zusammen mit dem Prüfzentrum natürlich die Ärzte und Study Coordinators und natürlich auch Sie, die DHH, Frau Winkelmann. Also es war eine super Zusammenarbeit, die jetzt ja auch noch weitergeht erstmal. Und ich möchte mich aber an dieser Stelle schon bei allen bedanken. Vielen Dank. Danke für die Anerkennung. Gut, sehen wir uns noch, wie beim letzten Mal? Wer will, meine ich. Frau Winkelmann. Wo sehen wir uns? Also alle Teilnehmer, die noch dabei sind. Achso, können wir eigentlich gleich einschalten? Ja, können wir gerne machen, genau. Fand ich nett, für den, der will natürlich. Okay, dann beende ich jetzt mal die Aufzeichnung und sage danke in die Runde und tschüss. Danke dir. Gerne, gerne. Ja, vielen Dank.